Hallo zusammen. Wir sind hier im Workshop von Digital Courage, digitaler Klassenraum, so geht freie Software für Schulen. Wir starten ein bisschen mit Verspätung, weil wir nämlich heute ganz tolle Referenten hier haben, die sich gerade alle ein bisschen orientieren mussten. Und ich stelle einmal ganz kurz vor, was wir hier heute die nächsten 3 Stunden besprechen werden. Also zum einen werden Lena, Simon und ich erstmal die Arbeit von Digital Courage ein bisschen vorstellen, damit ihr wisst, wo ihr hier gerade gelandet seid und was wir so tun im Bereich digitale Bildung. Dann werden wir einen kurzen Vortrag hören von Professor Dr. Ralf Lankau zu Big Blue Button. Es geht weiter mit Moodle von Stefan Lipke. Uns wird Nextcloud vorgestellt von Lennart Indelkofer, Schülerinnenvertretung Baden-Württemberg. Um 13.15 Uhr ungefähr wird Silvia Lange Jupiter vorstellen. Danach geht es weiter mit Freifunk für Schulen von Frank Schiebel. Um kurz vor 2, wenn alles nach Plan läuft, wird Oliver Albrecht ein kurzes Softwareprojekt vorstellen, das im Rahmen des Bundeshackathons entstanden ist. Und zum Schluss hören wir noch ein paar Worte von Julian Dorn zur Software Schulverwalter. Für die Lehrerinnen und Lehrer, die heute hier sind, ihr wart vielleicht in den letzten Jahren auch beim Lehrerinnen-Stammtisch, beim Kongress. Den gibt es ja dieses Jahr leider nicht, aber Julian, der diesen Stammtisch immer organisiert hat und moderiert hat, ist eben heute auch hier und wird später auch ein paar Worte noch sagen. Und dann gebe ich jetzt einmal das Wort an meine Kollegin Lena. Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich, dass diese Veranstaltung hier stattfindet. Jessie und ich haben ja in den letzten Monaten ziemlich viel zusammengearbeitet an dem Thema Bildung. Und das führt uns zwar zusammen bei Digital Courage. Und da geht es jetzt erstmal um die Frage, wer ist denn eigentlich Digital Courage? Ich habe hier die Folien geteilt. Digital Courage ist ein Verein, der schon seit über 30 Jahren jetzt mittlerweile zu diesem Thema Internet, Gedöns, Vernetzung, Kommunikation arbeitet. Das heißt, wir gehören tatsächlich zu diesen Pionieren, von denen das immer geredet wird. Und wir haben da aber eine etwas andere Herangehensweise und sagen, es muss nicht zwangsläufig alles digital sein, aber wir finden digital Gedöns toll und es macht uns Spaß und wir haben Spaß an der Technik. Aber die Welt, die so durchtechnisiert wird, die soll halt nach wie vor lebenswert sein. Und wie müssen wir die gestalten, damit wir hinterher auch in einer lebenswerten digitalen Welt leben. Und da ist eben Rahmenbau eins unserer Schlüsselbegriffe oder ein Nährer unser Schlüssel. Hier sind ja Lehrer, ne? Jetzt muss man aufpassen mit den Fällen, wie man die benutzt. Jedenfalls geht es uns da viel dann um die Frage, wie muss denn ein Rahmen beschaffen sein, damit die Inhalte, die darin entstehen und die darin zu sehen sind, auch gut werden. Das haben wir nämlich festgestellt, dass es da sehr, sehr große Unterschiede gibt. Und so ist das eben auch genau mit unserer Bildungskampagne im Augenblick gewesen, dass wir da uns die Frage gestellt haben, wie muss denn der Rahmen von digitaler Bildung geschaffen sein, damit das dann auch gut wird im Ergebnis, das, was hinterher bei rauskommt in den Köpfen der Kinder. Digital Courage ist gemeinnützig und wir sind spendenfinanziert, was uns unabhängig macht. Diese Unabhängigkeit ist sehr wichtig. Das merken wir auch gerade im Moment, wo wir uns zum Beispiel von diesen Demos, die sich Großfreiheit auf die Schilder schreiben und eigentlich aber jedenfalls was ganz anderes meinen, als wir unter Freiheit verstehen. Wir organisieren auch Demos, in denen Freiheit ganz oben im Titel steht, zum Beispiel die Freiheit statt Angst-Demo, weil wir uns nämlich gegen Überwachung einsetzen. Wir haben uns aber von diesen aktuellen Freiheitsdemos sehr stark distanziert und
dadurch verlieren wir tatsächlich auch hier und da mal den einen oder anderen Unterstützer. Aber wir können uns genau diese Unabhängigkeit und eine Haltung zu solchen Themen auch leisten, weil wir eben nicht an einem großen Spendenklotz dranhängen und Gönner hängen, den wir dann nicht verärgern dürfen, sondern weil wir aus vielen kleinen Einzelspenderinnen und Spendern uns finanzieren und da dann sozusagen auch mal den einen oder anderen riskieren können zu verärgern. Und im Gegensatz dazu haben wir natürlich ganz viele Leute, die uns schon seit Jahren treu sind und die unser Newsletter lesen. Wir versuchen, möglichst breit aufgestellt auch zu informieren zu digitalen Themen. Wir haben Ortsgruppen, wir haben Arbeitsgruppen, die zum Beispiel Pädagogik ist eine unserer Arbeitsgruppen, wo wir sowohl Ehrenamtliche als auch Festangestellte irgendwie zusammenbringen und versuchen gemeinsam eben für diese lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter zu arbeiten. Digital Courage sitzt in Bielefeld, aber wir haben, wie gesagt, mittlerweile auch diverse Ortsgruppen und die sind dann übers ganze Land verteilt. Ich persönlich sitze gerade im Moment in Berlin und ja, also das ist auf jeden Fall, wir haben diverse verschiedene Themen, versuchen das manchmal auch ein bisschen witzig anzugehen, ein bisschen charmant anzugehen und uns mit diesem Digitalthema eben kritisch, aber mit Spaß und Freude an der Sache und eben nicht technikfeindlich zu befassen und zu beschäftigen. Ja, AG Pädagogik war gerade schon eine sehr gute Überleitung zur nächsten Folie. Wir beschäftigen uns ja schon, wie Lena gerade sagte, ganz lange auch mit dem Bereich digitale Bildung. Nicht erst jetzt, seit es mit dem Homeschooling und Fernunterricht losging, sondern auch schon vorher. Und wir haben uns überlegt, wie kann man das Ganze ankurbeln? Also wie kann man vernünftige Konzepte schaffen? Was braucht es dafür? Wen müssen wir ansprechen? Und uns ist dabei aufgefallen, es ist ganz klar, die Schulleitung, denen wir irgendwie Nachhilfe geben müssen, weil die auf sich gestellt sind, nicht wissen, was sie tun sollen, aber sehr viel entscheiden müssen. Es sind die Lehrkräfte, die im Unterricht sitzen mit einer Horde von Kindern und nicht genau wissen, was sie jetzt nutzen dürfen, wie sie was nutzen sollen. Es sind die Eltern, die dann wiederum auf die Barrikaden gehen, wenn sie sich darüber ärgern, was für Software im Unterricht eingesetzt wird. Natürlich die Schülerinnen selbst, aber auch ganz klar die Politiker und Politikerinnen. Wir haben das jetzt sehr lange beobachtet, dass da sehr viel schief läuft, dass einfach falsche Vorgaben gemacht werden, dass die Politik sehr hinterherhinkt, generell die Digitalisierung an deutschen Schulen. Da sind wir im Vergleich international wirklich sehr weit hinten dran. Aber es geht ja auch nicht um die Quantität, es geht sehr viel um die Qualität. Also wir wollen Schule und digitale Bildung frei, ganzheitlich und nachhaltig gestalten. Das heißt also mit offenen Konzepten, mit freier Software, mit freiem Unterrichtsmaterial. Es soll gelernt werden, ganzheitlich, also mit allen Produkten umgehen zu können, nicht nur bunte Icons zu klicken und beispielsweise mit Microsoft wunderbar zurechtzukommen, sondern eben mit jeder Software, mit freier Software. Und das Ganze soll eben nachhaltig gestaltet werden im Sinne von, es soll sich festsetzen, es sollen Basiswerte und Basisdinge gelernt werden, sodass ja, sich Bildung eben im Kopf der Kinder festsetzt und sie eben mit allen Möglichkeiten, die ihnen an die Hand gegeben werden, dann umgehen können. Ganz unabhängig davon, was die Politik eben vorgibt. Und die Schulleitungen, wie gesagt, sind da gerade in einer ganz blöden Position. Die sollen jetzt was machen, die sollen etwas auf die Beine stellen und kriegen gar nicht so richtig Unterstützung oder wissen nicht, woher. Deshalb haben wir uns, Lena, einmal die nächste Folie. Deswegen haben wir uns überlegt, wir packen jetzt mal das ganze Wissen, was wir gesammelt haben in den letzten Monaten und Jahren, einmal zusammen und erstellen ein Digital-Courage-Bildungspaket, sprich ein Infopaket für eben die Zielgruppen, die ich gerade genannt habe, um unsere verschiedenen Leitideen, wie wir uns digitale Bildung vorstellen, eben auch an Schulen und in der Politik unterbringen zu können. Wir haben uns da im Vorfeld vor allem 10 Leitlinien überlegt, wie Schule frei und ganzheitlich gestaltet werden kann. Diese 10 Leitlinien umfassen eben Unterrichtsmaterial,
die Ressourcenausstattung in Schulen, aber eben auch, welche Software eingesetzt werden sollte. Und für diesen Workshop, der ist sozusagen daraus entstanden, haben wir uns den Teil über die freie Software sozusagen rausgegriffen und wollen dann eben heute ein bisschen präsentieren, was es da für Möglichkeiten gibt. Das Bildungspaket kann bei uns bestellt werden und an Schulen verteilt werden. Das ist auch so unser Appell, bestellt doch mal ein Paket und fangt bei eurer Schule an. Das heißt, stattet doch mal eure Schule mit ein paar wichtigen Informationen aus und tragt diese Informationen eben auch in eure Regional-Lokalpolitik. Das heißt, wenn jeder mitmacht, wenn jeder klein anfängt, dann wird da was ganz Großes draus, dann kriegen wir sehr viele Schulen mit wichtigen Informationen versorgt, die denen gerade so dringend fehlen. Lena, einmal die nächste Folie. Genau. Wir sind ja hier beim Kongress. Natürlich gibt es bei uns auch Aufkleber. Die hätten wir jetzt am liebsten in so eine Aufkleber-Sammelbox getan und verteilt. Das geht jetzt leider nicht. Aber ihr könnt die Aufkleber zu unserer Kampagne im Digital Courage Shop bestellen. Ich habe hier mal ein paar Beispiele vorbereitet. Das sind Themen, die uns am Herzen liegen. Das ist nur eine kleine Auswahl. Davon gibt es noch mehr. Der Link übrigens, der da unten in den Aufklebern drin steht, über den findet man das Bildungspaket und über den findet man auch ganz einfach den Weg zum Shop. Genau. Ja, wie man hier gerade schon an der kleinen Auswahl sehen kann, versuchen wir natürlich auch eine breite Menge an Menschen im Bildungssystem zu erreichen. Also wir haben jetzt mit dem Aufkleber oben rechts, ich interessiere mich für die digitale Bildung meines Kindes. Das ist etwas, was hoffentlich sehr vielen Eltern am Herzen liegt. Also uns liegt es sehr am Herzen und wir würden uns natürlich freuen, wenn andere Eltern sagen, ja, ich interessiere mich für die digitale Bildung meines Kindes und deswegen möchte ich nicht, dass private Daten von meinem Kind durch das Netz fliegen, dass private Daten von meinem Kind bei Google, Apple, Microsoft und sonst wo gespeichert werden. Ich möchte was tun oder mir ist das Ganze bewusst, ich erkenne die Problematik. Natürlich möchten wir, dass die Schul-IT freigestaltet wird. Ein Herz für Schul-IT. Deswegen machen wir diesen Workshop heute, dass einfach ein bisschen mehr das Verständnis dafür entstehen kann, was es einfach gibt. Es gibt so viele Möglichkeiten, freie Software einzusetzen, aber viele kennen diese nicht. Das ist ein sehr, sehr großes Problem gerade. Ja, und ganz großes Problem ist auch, dass die Schulen halt einfach irgendwie immer irgendwie eine Person abstellen. Die kriegt dann ein, zwei Ausgleichsstunden und die kümmert sich dann um die komplette Schuladministration und IT-Geschichte. Manchmal ist es ein bisschen besser, manchmal sieht es noch schlimmer aus. Und da ging es uns auch einfach ein bisschen darum, deutlich zu machen, dass Computer auch betreut werden müssen. Und wenn man eine Einrichtung hat, die so groß ist wie eine Schule, die so viel IT hat und Computer hat und nicht nur in der Verwaltung, sondern eben dann bitte auch im Unterricht verwendet und Smartboards und das alles, dann braucht das eine Person, die das hauptberuflich macht und dafür zuständig ist. Und das war zum Beispiel auch eine der Sachen, auf die wir damit hinaus wollten. Ja, genau. Also es geht ganz grundsätzlich auch darum, die Ressourcen einfach besser zu verteilen und Ressourcen zu schaffen, sei es durch Personen, die die Administration übernehmen, aber auch, dass zum Beispiel Schulsozialarbeiterinnen besser ausgebildet werden müssen, um die Schulen unterstützen zu können. Das heißt auf jeden Fall nicht, dass Schulsozialarbeiter für die ganze Medienbildung an Schulen zuständig sind, aber sie können zum Beispiel ein bisschen unterstützen, was jetzt gerade nicht geht, weil die Ausbildung in dem Bereich auch noch nicht so gut ist. Das Gleiche trifft dann eben auf Lehrkräfte zu. Und an anderer Stelle haben wir zig Medienpädagoginnen, die genau das alles können, genau diese Kompetenzen alle bedienen, aber keine Stellen an Schulen bekommen, keine festen Jobs an Schulen bekommen. Also da ist einfach noch sehr viel Nachholbedarf, wie man das Ganze besser strukturieren und wie man die Ressourcen besser einteilen kann. Und ich möchte gar nicht viel mehr sagen. Lena, möchtest du was hinzufügen? Denn sonst würden wir mit unserem ersten Vortrag mal anfangen. Ach ja, so könnt ihr mitmachen, natürlich. Wenn ihr das Paket verbreiten möchtet, die Ideen verbreiten möchtet, das habe ich eben schon einmal gesagt, dann könnt ihr das Paket in unserem Shop bestellen und es an der Schule und bei euren Lokalpolitikern verteilen. Die zweite Möglichkeit, unsere Kampagne zu unterstützen, ist, uns mit einer Spende
zu unterstützen. Wie Lena eben schon gesagt hat, Digital Courage ist ausschließlich spendenfinanziert und durch Mitgliedschaften. Und wir verschicken auch Pakete an verschiedene Organisationen und Institutionen. Die Kultusministerien haben beispielsweise alle schon ein Paket bekommen, VBE, GEW, also sämtliche Institutionen im Bildungsbereich. Und damit wir uns das auch leisten können, freuen wir uns über Spenden. Und die dritte Möglichkeit, uns zu unterstützen oder die Idee zu unterstützen, ist eben das Paket per Mail zu verbreiten. Wir bieten eine Basisversion des Bildungspakets als kostenfreies PDF an. Da sind dann natürlich keine Bücher, Flyer und Broschüren drin, das ist klar, aber ganz viele Informationen und natürlich auch Hinweise, wo die ganzen Broschüren bestellt werden können. Und wenn ihr soziale Medien nutzt, dann dürft ihr selbstverständlich gerne mit digitale Bildung und Hashtag Bildungspaket das Ganze verbreiten. Ja, ich würde dann nur noch mal anknüpfen daran, weil ich gestern einen Workshop schon gehalten habe bei den Hexen gehostet, wo es um IT-Sicherheit im Bereich häusliche Gewalt ging. Und da wurde eine Frage gestellt, sag mal, wäre da nicht Prävention viel, viel wichtiger und besser und Aufklärung und Bildungsarbeit, wäre das nicht viel besser, als irgendwie dann die Leute zu beraten, bei denen schon ganz viel Schlimmes passiert ist. Und ich konnte dann nur zustimmen, das funktioniert halt leider so nicht, weil die Leute sich natürlich erst dann an uns wenden. Ich berate da in dem Bereich, die Leute wenden sich erst an uns, wenn sie schon betroffen sind. Und darüber ist einfach nochmal ganz deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass wir endlich, und ich, also letztlich warte ich darauf schon, seit ich selber in der Schule war, dass dieses Thema endlich an die Schulen kommt, also seit 20 Jahren letztlich schon. Und wir haben uns als Gesellschaft, haben wir da einen riesen Fehler gemacht, sage ich jetzt mal als Gesamtgesellschaft, weil wir eben uns das Aneignen von Computern immer nur auf der Drück dort, dann passiert das Ebene angewöhnt haben und nie auf der Ebene, wie sollte eigentlich das beschaffen sein, was hat das für Konsequenzen, inwiefern soll ich drüber nachdenken. Also als Beispiel, wenn man jetzt überhaupt das Glück hat, in der Schule beigebracht zu bekommen, wie ein Office-Programm funktioniert, dann kriegt man eben gesagt, das hier ist Microsoft Word und so legt man eine Datei an, so macht man einen Text fett und so macht man ihn kursiv. Und so druckt man aus. Aber die Feststellung, es gibt übrigens noch andere Programme als Microsoft Word. Und guckt mal, wenn ihr die Datei speichert, dann gibt es auch noch andere Formate als DocX. Und was hat das eigentlich für Konsequenzen, wenn ich jemandem ein DocX schicke? Und warum sieht das dann blöd aus bei Leuten, die Microsoft-Produkte nicht benutzen wollen? Und warum wäre es vielleicht sinnvoll, sich auf was anderes zu einigen? Ich brauche das jetzt gar nicht so weit ausdehnen. Diese Fragen werden da halt einfach nie besprochen. Und zwar schon seit den 90ern nicht. Ich war damals schon in irgendwelchen solchen Kursen. Und das war halt einfach nie Thema. Das heißt, wir haben jetzt eine gesamte Generation daran gewöhnt, solche Fragen nicht zu stellen. Und das führt eher dazu, dass es noch schwieriger wird, Leute in die Aufklärung zu bekommen und Leute in die Prävention zu bekommen, wenn es zum Beispiel dann um digitale Gewalt geht. Und das können wir so nicht weiterlaufen lassen. Da muss unbedingt jetzt was sich verändern. Und das ist sozusagen die tiefe Motivation heraus, aus der wir auch gesagt haben, hier muss jetzt was her, was wir den Leuten erstmal an die Hand geben können, damit sie nicht alle in diese iPad-Klassen, oh wie toll, hier werden jetzt ganz viele iPads gekauft, Falle tappen und gar nicht verstehen, was sie damit unseren Kindern und damit auch unserer Gesellschaft antun. Ja, das hatte ich noch gerne dazu sagen wollen. Mein Kernthema ist digitale Mündigkeit und die Frage, wie müssen wir denn eigentlich uns mit diesem Thema beschäftigen, damit wir eben mündig mit den Geschichten umgehen, also mit der Technik umgehen. Und das ist eben auch das, was Jessica eingangs mit Nachhaltigkeit gemeint hat. Also klar bedeutet Nachhaltigkeit eben auch, Geräte zu nutzen, die nach 2 Jahren wieder fit machbar sind und nicht auf den Müll geworfen werden müssen, weil irgendein Firmware-Update nicht mehr existiert. Aber Nachhaltigkeit bedeutet eben auch, dass man nicht nur ein Programm unterrichtet, sondern dass man
vermittelt und erklärt, wie wie man sich einem Computer und einer Software nähert, wie man sie kennenlernt, wie man sie hinterfragt und wie man sie kritisch bewertet und dann auch feststellt, ach, das möchte ich benutzen und das möchte ich vielleicht lieber nicht benutzen. Denn das ist eine Information, die über die Erklärung eines speziellen Programms hinausgeht. So, und dann sollten wir jetzt auch langsam tatsächlich übergehen zum nächsten Redebeitrag. Ganz genau. Das ist Ralf Langkau von der Uni Offenburg, der uns jetzt Big Blue Button vorstellt. Ich teile mal gerade mein Fenster. Das Mikrofon sollte eingeschaltet sein und ihr solltet es sehen können. Alles perfekt. Alles perfekt, okay. Das ist keine Uni, das ist eine Hochschule. Offenburg, das macht aber jetzt nichts. Zwei Sätze vorneweg zu meiner Person. Ich bin Grafiker und studierter Pädagoge. Ich produziere seit Mitte der 1980er Jahre digital für Print und Screen und seit Mitte der 90er Jahre auch Webdesign. Das ist der eine Strang und gleichzeitig unterrichte ich auch seit 1985 mit klassischen analogen, aber auch mit digitalen Techniken. Und das ist der Hintergrund für das, was ich heute vorstellen möchte zu Big Blue Button. Das heißt nicht die Technik an sich, sondern die Sichtweise von mir als Pädagogen, der seit über 30 Jahren auch mit digitalen Techniken unterrichtet, davon 20 Jahre als Fernlehrer und jetzt im zweiten Corona-Semester auch wieder vollständig online. Und da haben sich einige Dinge ergeben. Ich beginne mal mit dem, was unsere Hochschule anbietet, Campus IT. Das Erste, was ihr unter A seht, ist die URL, mit der ich mich normalerweise einloggen sollte. hs-offenburg.zoom.us und der Rest ist dann der entsprechende Code. Und ich denke, es ist klar, dass man mit diesem Tool von der Campus IT nicht arbeiten kann, weil nach dem Cloud Act damit alle Daten den amerikanischen Anbietern und Behörden zur Verfügung steht. Die gleiche Diskussion führen wir in Baden-Württemberg ja auch mit Office 365, wo jetzt gerade ein Papier rausgekommen ist, dass die Daten alle an Behörden weitergegeben werden, wenn Microsoft hier in dem Beispiel durch eine staatliche Anordnung rechtlich bindend dazu verpflichtet wurde, Daten an US-Sicherheitsbehörden herauszugeben. Und das ist die Situation, die wir an den Hochschulen und Schulen haben. Das heißt, dass wir oftmals mit Software arbeiten, die eben nicht DSGVO-konform ist. Und aus dem Grund bin ich als einer der wenigen Kollegen hier in Offenburg am Experimentieren mit verschiedenen Videotools, Jitsi und Big Blue Button. Und der Fokus heute liegt auf Big Blue Button, weil dieses Tool für Lehrende, also Lehrkräfte an Schulen und Universitäten und Hochschulen, einige Features bietet, die besonders wichtig sind für die Gestaltung von Unterricht in verschiedenen Gruppen. Es ist natürlich ein Videokonferencing-Tool mit Audio- und Videochat. Es hat aber eine Whiteboard-Funktion. Das heißt, man kann im Prinzip nicht nur Präsentationen einblenden, sondern man kann auch direkt hineinschreiben oder teilweise auch interaktiv mit Schülern und Studierenden am gleichen Whiteboard arbeiten. Man kann selbstverständlich Präsentationen, Dokumente hochladen. Man kann einfache Umfragen gestalten, also Zwischenfragen, weil das ist ja das, was wir alle erleben bei diesen Videokonferenzen, die im Moment notwendig sind, dass die Präsentation angezeigt wird, aber wir kein direktes Gegenüber haben, also die Kameras auch ausgeschaltet sind. Und nach einer Stunde spätestens ist bei uns allen die Aufmerksamkeit weg. Das heißt, hier sind auch erste Tools integriert, um so eine Form von Interaktion zu ermöglichen, Rückfragen zu ermöglichen, Umfragen zu ermöglichen, in einer einfachen Form Ja und Nein oder ABCDE antworten. Aber das sind die Dinge, die für den Unterricht besonders interessant sind. Deswegen hier auch der Pfeil bei Klassen- und Gruppenräumen, wo ich jetzt den Schwerpunkt bei dieser Kurzpräsentation legen möchte, weil er für das, was wir aus pädagogischen Gründen und aus unterrichtsrelevanten Gründen fokussieren werden, beziehungsweise was uns die Arbeit besonders einfach macht unter den gegebenen Umständen. Dazu kommt, dass Big Blue Button technisch extrem hürdenarm ist. Das heißt, mit jedem aktuellen Browser ist es aufzurufen. Es läuft vollständig in den aktuellen Browsern, Chrome oder Chromium. Gut, einen Tod muss man sterben. Es läuft aber auch mit Opera
und für die Mac-Fraktion unter Safari. Tonausgabe per Lautsprecher oder Kopfhörer und ansonsten Mikrofon am Gerät oder als Teil eines Headsets reicht für die Teilnehmer. Die Präsentierenden, die Vortragenden brauchen selbstverständlich ein Mikrofon oder ein Headset und die Webcam ist zumindest für den Präsentierenden empfohlen, nicht notwendig empfohlen. Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern kann man das Ganze einsetzen. Der entscheidende Punkt ist aber das, was ich Ihnen und euch auch vorstellen möchte, läuft hier über die Raumgestaltung. Ich selbst bin, weil meine Hochschule das leider nicht unterstützt, Gast bei SenfCall. Das sind 3 Studierende gewesen aus Karlsruhe und Darmstadt zusammen mit dem Chaos Computer Club in Darmstadt. Das Motto, es gibt dann Senf dazu und ich habe mit denen Kontakt aufgenommen und sie haben mir einen Account eingerichtet. Und was hier zu sehen ist, ist Startraum RLHSO, da halte ich mal einen Teil meiner Veranstaltung drüber, die anderen über Jitsi. Aber das zweite ist Team, das heißt ein Raum, der anders konfiguriert ist für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier an der Hochschule. Und der dritte Raum ist die Sprechstunde, weil ich als Prüfungsausschussvorsitzender manchmal auch Dialoge führen muss, die jetzt nicht so angenehm sind, wo ich aber zum Beispiel sehr genau auch kontrollieren und protokollieren muss, wer mir gegenüber sitzt. Und das erlaubt mir diese Raumeinstellung hier, dass ich alle stumm schalte also erstmal natürlich einen Raumnamen, aber dann einen Zugangscode, den ich auch jederzeit ändern kann, was gerade bei Prüfungsamt und den Dingen, die wir zu diskutieren haben, relevant sein kann. Da schreibt jemand, der kann die aktuellen Folien nicht sehen. Ich dachte, die wären zu sehen. Ich sehe gerade auch die Folien, die sind etwas verschwommen, aber die sind da. Ah, okay. Ah, ja. Aber gut. Ach so, ich kann die Qualität hochstellen auf Standard. Aber wichtig ist hier, so, kann ich gerade machen, Moment, dann kriegt ihr vielleicht ein etwas besseres Video. So. Vielleicht klappt es. Entscheidend ist, dass ich einen Vorraum schalten kann, also im Prinzip einen Warteraum freischalten kann und dann Räume einrichten kann, bei denen ich die Studierenden bei mir zulasse. Aber auf der anderen Seite hier, es ist der Teamraum, kann ich auch Räume einrichten, wo ich gar nicht dabei sein muss. Also bei dem normalen Studentenraum, den muss ich freischalten, also starten und erst dann können die Studierenden sich anmelden. Bei der Sprechstunde kann ich eine Kontrolle vorschalten mit Matrikelnummer und, weil da Dinge sind, die sind nur privat besprochen werden. Und bei dem Teamraum kann ich einen Raum gestalten, der auch zum Beispiel für mein Team jetzt zur Verfügung steht, ohne dass ich dabei bin. Das ist die eine Ebene, dass dieses Tool für mich interessant macht, dass ich Räume im Vorfeld so gestalten kann, dass ich auch einstellen kann, welche Rechte die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben und auch Räume freigeben kann, in dem Fall für mein Team. Für die Studierenden selbst oder Schüler, die müssen nur den Raumnummer und den Code eingeben und ihren Namen und dann Mikro ausschalten, damit nicht dann 20 oder 30 gleichzeitig rascheln und essen und Chips essen oder sonst irgendwas. Was sehr sinnvoll ist, ist auch der Techniktest, dass man Mikrofon und Kamera testen kann. Dann kommt eine normale Oberfläche, wie sie auf anderen Tools auch zu sehen ist. Für den Unterricht ist vor allen Dingen das Whiteboard auf der rechten Seite interessant, also da, wo man auch die Präsentation hochladen kann. Aber dort kann ich entweder direkt Texte eintippen oder ich kann Präsentationen eintippen und dann drüber malen oder ich kann noch frei malen. Also das sind so verschiedene Varianten, die ganz interessant sind, um auch in die Interaktion zu gehen. Das heißt, dass man auch im Dialog Fragen stellen kann und dann Begriffe schreiben kann und dann Assoziationen oder solche Dinge. Also Dinge, die man eigentlich aus dem regulären Unterricht kennt, kann man hier einigermaßen nachbilden. Immer natürlich mit der Einschränkung, dass es in kleineren Gruppen besser funktioniert als in großen Gruppen. Also je größer die Gruppen werden, desto weniger Aktive hat man auch dabei. Hier, das ist der normale Startbildschirm und unten die URL weist schon darauf hin, wo ich mir den Screenshot gemacht habe. Lehrerfortbildung Baden-Württemberg. Stefan trägt ja gleich zu Moodle vor. Das ist der zweite sehr spannende Aspekt bei diesem Tool, also die Integration in Moodle, dass man das sehr gut miteinander verknüpfen kann. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Details ein, sondern fokussiere nur auf einen weiteren
Aspekt, weil die Dinge unter der URL, kann man die sehr gut nachlesen, sind sehr gut aufbereitet. Und der zweite Punkt, der für die pädagogische Arbeit sehr sinnvoll ist, sind diese Breakout-Räume. Das heißt, dass ich nach der Instruktionsphase, wenn ich das Thema vorgestellt habe für die jeweilige Stunde, dann einzelne Räume generieren kann. Diese Breakout-Räume, wie sie heißen, kann die Anzahl der Räume festlegen und auch die Dauer, wie lange ich dann vom Plenum in die Gruppenarbeit delegiere. Das ist 1 und 2 oben. Und dann haben wir die Möglichkeit, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer direkt zuzuweisen. Oder das ist unter 5, man kann den Teilnehmern erlauben, sich selber einen Breakout-Raum auszusuchen. Das heißt, und da wird schon deutlich, dass Big Blue Button in vielen Bereichen deutlich autoritärer ist als Jitsi, also hierarchischer organisiert. Aber das ist gerade in der Unterrichtssituation auch sehr sinnvoll, dass ich gerade bei studentischen Gruppen, also bei meinen Erstsemestern, die sich jetzt leider nicht kennen, wenn ich dort in die Breakout-Räume gehe, dann weiß ich ganz gezielt, dann diese Räume zu, dass auch die Gruppen sich immer mal wieder anders mischen, während ich bei anderen Gruppen natürlich auch zulasse, dass sie sich selbst organisieren. Und diese verschiedenen Varianten, also auf der einen Seite Vorgaben von Seiten des Lehrenden oder auch die freie Wahl, das ist eigentlich ganz sinnvoll. Das heißt, von den Videotools, mit denen ich arbeite, Zoom natürlich in bestimmten Veranstaltungen mit der Hochschule, wenn es nicht anders geht. Dann Jitsi, mit dem ich relativ gut zurande komme und wir viele Veranstaltungen organisieren. Und Big Blue Button. Ist Big Blue Button eigentlich das Tool, das von der Struktur her die pädagogische Arbeit am besten abbildet? Durch die Gestaltung von meiner Seite als Kursleiter oder als Lehrende. Aber auch, dass ich dann zum Beispiel meinem Team Räume geben kann, die dann selbst dann wieder mit Breakout-Räumen arbeiten. Also wir können sehr viel abbilden von dem, was wir normalerweise in der Grafikwerkstatt machen, wo wir ja auch sowohl geschlossene Formen haben, wie auch dann Kleingruppenbesprechungen. Und das ist das, was ich zur Diskussion stellen möchte. Die Folien habe ich schon an Jessica geschickt. Das muss ganz klar sein, dass diese Videotools im Moment, die wir nutzen und über die wir alle sehr froh sind, den Präsenzunterricht nicht ersetzen können. Das ist eine Notsituation, bei der wir alle sehr froh sind, dass wir über dieses Tool Kontakt zu Studierenden oder zu Schülerinnen und Schülern aufrechterhalten können. Das ist aber nicht die Form, wie wir normalerweise unterrichten wollen, sondern es ist eine Hilfe in Pandemiezeiten. Dazu kommt, dass wir im Klassenverband in der Regel nur im Audiobereich unterrichten können. Das heißt, Video muss ausgeschaltet werden aufgrund der Leitungskapazitäten. Das gilt auch für die Studierenden, wo wir dann immer bitten, dass wenn sie zuhören, Video und Mikrofon ausschalten, nur diejenigen, die einen Redebeitrag haben, sich dann dazuschalten. Dazu gehört auch, dass der Unterricht kleinteiliger wird. Kürzere Sessions mit Zwischenfragen, Feedbackrunden, langsam reden, das ist eher was ich mir auch hinter die Ohren schreiben muss, weil ich relativ schnell rede. Dann natürlich der Wechsel zwischen Instruktion, also dem Thema der Themenstellung und der Gruppenarbeit. Und dafür ist Big Blue Button tatsächlich gut geeignet. Und was sich nach diesen 2 Semestern schon, oder was sich auch in den Studien schon belegen lässt, ist, dass wir viel mehr, wenn wir über digitale Medien arbeiten oder mit Hilfe von digitalen Medien dann unterrichten, dass wir viel mehr in Kleingruppen unterrichten müssen, dass viel mehr Einzelbetreuung notwendig ist bis zum Einzelgespräch und dass es ziemlich anstrengend ist für uns alle, da es im Wortsinn asozial ist und die Lehrer gucken mal über den Tippfehler in der letzten Zeile hinweg. Also kurz und gut, wir sind sehr froh über diese Tools, die wir haben und die Möglichkeiten, um den Kontakt mit Studierenden oder Schülerinnen und Schülern aufrechtzuerhalten. Aber wir haben im Hinterkopf, dass es natürlich kein Ersatz ist für Präsenz. Soweit ganz kurz, ganz ungewohnt kurz, aber soweit von meiner Seite. Und vielleicht noch als Hinweis für die es interessiert, es gibt auch technische Konzepte beschrieben hier, eine Flugschrift von der Gesellschaft für Bildung und Wissen, alternative IT-Infrastruktur für Schule und Unterricht. Das korrespondiert mit Lehrerbildung BW, also Baden-Württemberg, aber auch mit anderen Chaos Computer Club, also die Referenz für Moodle und Big Blue Button und Jitsi und Open Source Programmen. Aber soweit erstmal von meiner Seite. Und wir haben vielleicht noch 3 Minuten für Rückfragen, dann sind wir fast wieder im Zeitplan. Super. Schön, danke Ralf für deinen Vortrag.
Ja, es gibt ja ein Fragenpad. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr das gerne nutzen. Dann lese ich eure Fragen vor und dann schauen wir mal, ob wir die beantworten können. Ansonsten, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Können wir nochmal offen sagen, wie man an diese, wie man die Fragen stellen kann? Ich glaube, das haben wir vor der Veranstaltung geklärt, aber noch nicht ab dem Moment, wo sie live geschaltet war. Könnte unser Betreuungsengel das noch einmal erklären für die Runde? Ich gebe mal den Bildschirm wieder frei, ja? Der Betreuungsengel sagt gerade nicht. Also der hat uns vorhin der, das so... Ja? Der Link auf dieses Fragenpad steht gleich ganz zu Anfang im Chat von unserer Konferenz. Ja, aber die Leute, die hier zugeschaltet sind, die können diesen Chat von unserer Konferenz ja nicht sehen. Übrigens können die den hören. Immer wenn eine Nachricht hier reingeht, dann macht's plulup. Nur falls ihr euch wundert, das ist der Chat, der hier intern ist. Aber wir sollten den Leuten, die von außen zugeschaltet sind, auch nochmal die Gelegenheit geben, zu erfahren, wie sie Fragen stellen können. Und das finde ich ganz spannend, weil wir sind halt jetzt im Jitsi und nicht im Big Blue Button, wo das zum Beispiel gestern bei meinem Workshop wunderbar funktioniert hat. Aber das sollten wir nochmal, da nochmal die Bitte an den Signal Angel, dass er da nochmal das kommuniziert, wie das funktioniert mit dem Fragenstellen hier. Aber vielleicht kann der es auch einfach in der nächsten Runde. Dann machen wir erstmal weiter und wenn der Signal Angel sich wieder angefunden hat, dann kann er da vielleicht ja einmal in der nächsten Pause eine Info zu geben. Der Angel hat das gerade intern geschrieben, also wer eine Frage stellen möchte, der kann sehr gerne, wenn er auf der Streaming-Seite ist, unter dem Video auf Chat klicken und dort könnt ihr entweder auf den ersten Link gehen, dann kommt ihr in so einen IRC-Chat und dann werden eure Fragen gesammelt oder ihr klickt unten drunter und schreibt uns die Fragen bei Twitter oder Mastodon und wir werden die dann sehen und vorlesen und hoffentlich auch beantworten können. Prima, vielen Dank. Super, danke schön. Ja, dann machen wir jetzt weiter mit der Software Moodle. Dürfte sehr, sehr vielen Lehrerinnen und Lehrern bekannt sein. Und Stefan Lipke wird uns jetzt etwas mehr darüber erzählen. Stefan, bist du soweit? Ja, ich bin bereit. Ich schalte gleich meinen Bildschirm frei. Der müsste jetzt eigentlich kommen. Ja, ich sehe die Präsentation. Läuft. Ich sehe von euch aber nur den... ja, gut. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite, Stefan Lipke. Ich bin seit langen Jahren in der Lehrfortbildung in Baden-Württemberg tätig, unter anderem auch im Bereich Moodle. Dort, gehöre ich eigentlich zu den Urgesteinen. Das heißt, ich kenne Moodle in Baden-Württemberg schon seit den Anfangszeiten, seit es in Baden-Württemberg eingeführt wurde. Und wir haben das Glück in Baden-Württemberg, dass wir mit Bellevue eine Institution haben, bei denen die Schulen in Baden-Württemberg ihr Moodle hosten können oder wo das für die Schulen in Baden-Württemberg gehostet wird. Und so haben wir zu Beginn der Corona-Krise für alle Schulen ein Moodle zur Verfügung gestellt bekommen. Manche Schulen hatten das schon, haben es schon seit vielen Jahren. Und von daher sind wir etwas im Vorteil, was Moodle angeht. Das ist aber der Grund, warum ich heute hier bin, um einfach mal einen Kurzüberblick über Moodle zu geben. Ich möchte es kurz zeigen, was ich ansprechen möchte, kurz auf die Grundlagen eingehen, kurz auf die Geschichte, auf die Technik, auf Möglichkeiten, die es in Moodle gibt, in einer kleinen Präsentation und möchte dann mit einer Art Live-Demo Moodle aus verschiedenen Rollen, also die Administration kurz anschauen, welche Strukturen gibt es, die verschiedenen Nutzer und die Rollen und die Möglichkeiten und das Ganze anhand der Rolle des Trainers und des Teilnehmers dann zeigen. Ja, Moodle von
bei vielen bekannt, aber der Hintergrund, was heißt eigentlich Moodle, ist gar nicht so weit verbreitet. Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, also das Akronym für diese, für das Moodle. In diesen Worten ist eigentlich alles drin enthalten, was Moodle kann und was es soll. Es ist modular, es ist objektorientiert, es ist dynamisch, es ändert sich oder man kann es ständig anpassen und es ist eine Lernumgebung. Wo kommt es her? Ursprünglich wurde es, beziehungsweise seit 1999 von Martin Dugyamas, einem Australier entwickelt, der es eigentlich für die Kinder in den, im Outback entwickelt hat, dass sie am Unterricht teilnehmen können. Es basiert auf PHP und einer Datenbank MySQL, Postgres und so weiter und war ursprünglich als Webplattform ausgelegt mit dem Zugriff per Browser. Aber natürlich mit der Verbreitung der Mobilgeräte wurde jetzt vor einiger Zeit auch eine mobile App entwickelt, mit der man bedingt ebenfalls auf die Moodle-Seiten zugreifen kann. Welche Möglichkeiten hat man? Ich habe hier mal einfach so eine kleine Übersicht mitgebracht. Das Wichtige wird wohl sein, der Unterricht, sprich mit einem virtuellen Klassenzimmer, wo man Hausaufgaben geben kann, Materialien zur Verfügung stellen kann, Arbeitsergebnisse darstellen, in Foren diskutieren kann, wo man sogar kleine Tests schreiben kann. Die vielfältigen Möglichkeiten, da möchte ich nachher vielleicht noch mal kurz drauf eingehen. Selbstverständlich ist möglich, Planung und Durchführung von Projekten, dass man also Projekte an der Schule über Moodle abbildet. Aber es bietet auch die Möglichkeit, dass man innerhalb des Kollegiums gemeinsam arbeitet, also die Schulorganisation darüber abbildet, womit wir beim nächsten Punkt wären, nämlich, dass man den Stundenplan darstellen kann. Man kann Termine planen, diskutieren, Dokumente ablegen, alles, was im Bereich der Schulorganisation erforderlich ist. Für Kollegien besteht auch die Möglichkeit, dass man es als Archiv oder Dokumentenablage benutzt und natürlich zur Kommunikation, wobei das gerade, wenn wir jetzt den zweiten Teil anschauen, sehr stark noch in der Diskussion ist, inwiefern Eltern bei Moodle eingreifen können. So viel also als kurzen Überblick und jetzt möchte ich umschalten live in die Browser. Ich habe es auch in drei verschiedenen Browsern aufgerufen. Ich habe hier das Moodle, mit dem ich in der Lehrerfortbildung die Admin-Fortbildungen immer halte und werde jetzt mal beginnen mit der Rolle des Administrators, als der ich schon angemeldet bin. Man sieht das hier rechts oben. Rechts oben hat jeder Nutzer, der sich anmeldet, immer sein Profil und so seine Grundeinstellungen und landet standardmäßig entweder auf der Startseite oder dem Dashboard. Von administrativer Seite her muss man das so sehen, der Administrator hat eigentlich grundsätzlich Zugriff auf alles in Moodle, auf alle Kurse und auf alle Bestandteile des Moodles. Er hat aber von Haus aus bestimmte Aufgaben und die sehen wir hier beim Administrator in der sogenannten Website-Administration. Wenn wir den Menüpunkt aufrufen, dann sehen wir hier weitere Optionen, weitere Registerblätter und da stellt sich als zweites Blatt schon eine seiner Hauptaufgaben, nämlich die Nutzerverwaltung dar, die wiederum unterteilt ist in die einzelnen Nutzerkonten, einzelne Nutzer anzulegen, die Nutzer zu verwalten, Nutzerverwaltung per Balk, Einteilung in Gruppen und so weiter. Alles, was in den Bereich gehört. Selbstverständlich haben alle Nutzer bestimmte Rechte, beziehungsweise, da komme ich nachher noch kurz drauf, haben Nutzer nicht grundsätzlich bestimmte Rechte, sondern sie haben, wenn sie sich im System anmelden, sind sie eigentlich nur authentifizierter Nutzer
und bekommen dann so Rollen zugeordnet. Da komme ich aber gleich drauf nochmal. Also das hier eine Aufgabe des Administrators, die komplette Nutzerverwaltung. Dann haben wir als nächstes die Kursverwaltung, Kurse und Kursbereiche zu verwalten. Und ich klicke jetzt hier mal kurz rein. Wir schauen uns an, wie so ein Moodle strukturiert sein kann. Standardmäßig kommt ein Kursbereich Verschiedenes, wird automatisch mit installiert bei der Grundinstallation. Und hier habe ich jetzt mal aufgezeigt, wie man das in einer Schule denn strukturieren könnte. Wir haben hier den Unterricht, wir haben das Kollegium und Organisation. Das heißt, das hier wären dann alle Bestandteile drin, bei denen es um Unterricht geht. Und ich habe es hier so aufgedröselt, dass man also sieht, dass es immer schuljahrsmäßig konfiguriert ist. Das heißt, alle Kurse, da komme ich gleich drauf, für dieses Schuljahr würden zum Beispiel hier in diesem Kursbereich liegen. Kursbereiche habe ich jetzt genannt. Man kann das also sehr sauber strukturieren und innerhalb dieser Kursbereiche würden dann die einzelnen Kurse liegen. Ja? Und einen Kurs, den muss man, und ich wähle jetzt mal hier die Klasse 5a und wir sehen auf der rechten Seite den Klassenkurs, den wir uns nachher auch noch anschauen. Einen Kurs muss man immer mehr oder weniger wie ein Klassenzimmer und den Fachunterricht sehen. Ja? So kann man sich das Ganze vorstellen. Also im Klassenkurs wäre dann im Klassenzimmer, während sich die Klasse trifft, beziehungsweise könnte man hier natürlich weitere Fächer anlegen, von mir aus den Deutschkurs für die 5a und da wären dann die ganzen Materialien für Deutsch drin. Ich habe es allerdings hier, wird man nachher sehen, etwas vereinfacht. Und dann selbstverständlich könnte man hier für das Kollegium die einzelnen Fachschaften, auch da könnte man Kurse anlegen. Das habe ich jetzt nicht im Einzelnen ausgebaut, aber so kann man sich das dann vorstellen. Gut, weitere Aufgabe des Administrators ist dann mit Sicherheit, dass er das Äußere gestaltet, also die Darstellung dieser kompletten Moodle-Seite für jede Schule. Das kann man individuell gestalten, indem man Logos hochlädt, indem man das ganze Aussehen der Seite über sogenannte verschiedene Themes beeinflusst, wo man Farben, die Darstellung, ist jetzt der Navigationsblock links oder rechts, eine zweispaltige Ansicht und so weiter, alles entsprechend einstellt. Letzte Aufgabe, auch eine wichtige, die für den Administrator immer zu tun ist, ist ein Backup selbstverständlich. Das findet man hier bei den Kursen unter Sicherung, dass also von der kompletten Seite ein Backup erstellt wird oder die einzelnen Kurse gesichert werden. Und natürlich gibt es hier in diesem Administrationsmenü noch eine ganze Menge mehr an Konfigurationsmöglichkeiten, auf die ich jetzt aufgrund der Kürze der Zeit nicht eingehen möchte. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie bin ich denn in der Zeit? Ich glaube, ich habe um 41 begonnen, das heißt, ich habe noch ein paar Minuten, jawohl. Gut, zur administrativen Seite, zur Konfiguration von Moodle. Dann möchte ich jetzt in einem weiteren Browser mal die Trainerrolle zeigen und die Möglichkeiten des Trainers kurz darstellen. Man sieht hier, ich bin angemeldet als Lehrer Lipke und bin Trainer im Klassenkurs der 5a. Wenn ich jetzt in den Kurs reinklicke, dann lande ich in folgendem Fenster. Ich habe es hier versucht, ein bisschen grafisch aufzubereiten. Das ist der Klassenkurs der 5a und dort kann man verschiedene Kursformate wählen. In unserem Fall, oder in diesem Fall habe ich jetzt gerade das Grid-Format gewählt.
dass man hier in Form von Kacheln die verschiedenen Fächer darstellen kann. Und da drin können dann Kolleginnen und Kollegen jeweils ihre Arbeitsmaterialien anlegen. Wie funktioniert das beim Trainer? Der Trainer muss hier oben rechts über das sogenannte Zahnradmenü Bearbeiten, Einschalten wählen. Dann ändert sich die Ansicht. Und wir haben jetzt hier beim Trainer, der sieht also unterhalb des Grid, sieht er jetzt praktisch die einzelnen Fächer und kann hier über Aktivität oder Material anlegen, auswählen, was er denn den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen möchte. Ich wähle das mal und man sieht, was es an Aktivitäten alles gibt. Was wir hier sehen, ist nur eine bestimmte Auswahl an sogenannten Plugins oder Aktivitäten. Es gibt noch unzählig viele mehr, aber natürlich muss man sich immer fragen, wie viel brauchen wir und sich auf eine bestimmte Auswahl beschränken, weil es würde sonst unübersichtlich werden. Vom Ralf vorher schon angesprochen, das ist in Baden-Württemberg integriert, also das Plugin oder die Aktivität Big Blue Button, mit der man auf Big Blue Button Server zugreifen kann, die wir ebenfalls zu Beginn der Corona-Krise aufgrund der übermäßigen Anstrengung von einigen Kollegen, der Frank, der das mit verantwortet ist, nachher als Redner ebenfalls hier noch zugange, haben wir die Big Blue Button Server bekommen und können praktisch aus dem Moodle-System raus auf eine sehr große Anzahl an Big Blue Button Servern zugreifen. Aber wir sehen hier auch noch weitere, zum Beispiel sehr oft genutzt die Aufgabe, die möchte ich nachher auch noch kurz, wenn mir die Zeit reicht, noch kurz genauer vorstellen. Es gibt das Feedback-Modul, ein Flashcard-Set, wo man Karten umdrehen kann. Es gibt die Möglichkeit, GeoGebra-Module einzubinden. Sehr beliebt zwischenzeitlich auch sind H5P-Inhalte, wo interaktive Inhalte, Lückentexte, Fragen, Multiple Choice ausgewählt werden kann und so weiter. Aber um jetzt das vollständig zu machen, gibt es natürlich auch sehr einfach gehaltene sogenannte Arbeitsmaterialien. Man kann also nur einen Link zum Beispiel zur Verfügung stellen oder nur eine Datei oder in ein Textfeld nur einen Kommentar oder sonstige Dinge reinschreiben. Wenn man das entsprechend auswählt, wird man durch die Konfiguration geführt und dann taucht das Ganze hier im jeweiligen Bereich, also Deutsch, Mathe oder Englisch, je nachdem, wo ich das auswähle, taucht es dann auf. Ganz kurz, wie sieht das dann in Real aus? Und jetzt gehe ich mal hier in den Englischbereich und wir sehen hier ein kleines Beispiel, Listening Comprehension. Das ist, man sieht es am Symbol, eine sogenannte Aufgabe und ich möchte mal da kurz in die Konfiguration reingehen. Man sieht, das ist folgendermaßen gemacht. Man hat ein Thema, man hat hier eine kleine Arbeitsanweisung und in die Arbeitsanweisung oder angehängt integriert eine Tondatei, die im Vorfeld aufgenommen wurde, eine MP3, die kann man hier einbetten. Und dann kann man hier selbstverständlich noch die Zeitangaben sagen, in welcher Art und Weise können Schülerinnen und Schüler antworten, wie wird die Abgabe, also der Lösung, wie soll die aussehen und noch eine ganze Menge an weiteren Einstellungsmöglichkeiten, die jetzt natürlich den Rahmen sprengen würden. Wenn ich hier wieder zurückgehe und das Bearbeiten ausschalte als Lehrkraft, dann bin ich wieder in meiner Standardansicht, möchte aber jetzt kurz rüberschalten, den dritten Browser und anschauen, wie es bei Schülerinnen und Schülern aussieht. Hier sehen wir also den Link zu der Aktivität Big Blue Button, der auch bei vielen Klassen jetzt im Klassenkurs als Standardaktivität drin ist und dann hier
geht es in die einzelnen Fächer rein. Schönerweise sieht man hier, sehen Kinder hier, dass hier einen neuen Inhalt gegeben hat bei dem in Englisch. Und wenn man dann hier drauf geht und dann erhält man natürlich jetzt nur eine Aktivität. Und wenn ich diese Aktivität wähle, dann bekomme ich das, was die Lehrkraft vorher angekündigt hat. Listen to the text, write a little summary and hand it in. So kann der Schülerin, Schüler jetzt praktisch hier sich den Text anhören. Eine kleine Tonsequenz, eine Dreiviertelminute lang, dann eine kleine Zusammenfassung schreiben und die hier unten abgeben. Ja, so viel jetzt auf die Schnelle mal als Überblick zu Moodle. Und ich möchte nicht vergessen, zwei Links hinzuweisen. Das sind beides Demo-Server hier bei uns in Baden-Württemberg. Das eine der Demo-Server der Lehrerfortbildung, -bw.de. Und ein neuer Demo-Server, ebenfalls hier Moodle Move, wo man sich solche Kurse als Demo-Kurse mal anschauen kann und das Ganze ausprobieren kann. So viel als Überblick von Moodle. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr überzogen. Und stehe für Fragen natürlich jetzt oder nachher auch noch zur Verfügung. Danke. Super, danke Stefan. Nein, du hast nicht überzogen. Genau, ihr könnt gerne Fragen stellen. Es ist immer noch nicht allen ganz klar, wie man Fragen stellen kann. Und zwar geht das unter dem Stream im Chat oder bei Twitter oder im Fediverse mit einem bestimmten Hashtag. Den muss ich jetzt gerade einmal nachschauen. Das war Hashtag RC3. CHH, wenn ich jetzt gerade richtig geschaut habe. Lena, könnt ihr mir einmal helfen und den noch einmal raussuchen? Ja, RC3CSH. Genau. RC3CSH. Und da gibt es einen wundervollen Engel, der eure Fragen einsammelt und uns zustellt, sodass wir eure Fragen hoffentlich beantworten können. Eben war noch nicht ganz klar, wie das mit dem Fragenstellen funktioniert. Jetzt haben uns einige Fragen zu Big Blue Button erreicht. Ich würde allerdings vorschlagen, die Referenten werden ja sicher nach unseren Vorträgen noch eine Weile da sein, die Fragen einmal ans Ende zu verschieben. Ich hoffe, ihr könnt euch so lange gedulden. Dann machen wir das alles zum Schluss, weil wir haben auch noch fast eine Stunde eingeplant für einen Austausch. Das heißt, wir haben von unserer Planung her noch die Zeit, um Fragen zu beantworten. Ja, ansonsten, die Folienqualität ist nicht ganz so super, aber wir haben das hier gerade versucht, intern zu klären und hoffen, dass die nächsten Folien etwas schärfer werden und etwas besser zu lesen sind, damit man auch schön sehen kann, was da so passiert, wenn wir durch die Software geklickt werden. Genau, und dann würde ich jetzt auch übergeben an Lennart. Und über Lennarts Vortrag freue ich mich sehr. Ich freue mich über alle Vorträge. Lennart ist aus der Schülerinnenvertretung Baden-Württemberg. Das heißt, wir bekommen jetzt einen kleinen Vortrag über Nextcloud von einem Schülervertreter. Mal eine aus einer etwas anderen Perspektive sozusagen. Genau. So, ich gebe dann erstmal wieder meinen Bildschirm frei. So. So, genau. Und zwar habe ich etwas zu Nextcloud an Schulen vorbereitet, aber davor noch mal ganz kurz was zu mir. Genau, mein Name ist Lennart Entlekofer. Ich bin gewähltes Mitglied im Landesschülerbeirat Baden-Württemberg. Das heißt, ich bin Teil des offiziellen Beratungsgremiums des Kultusministeriums und bin dort auch der Vorsitzende vom Ausschuss Digitalisierung. Sonst bin ich gerade angehender Systemadministrator, das heißt, ich mache gerade meine Ausbildung im quasi letzten Lehrjahr und verwende Nextcloud selbst auch schon seit 2016. So, dadurch, dass ich ja wenig Zeit habe, werde ich wahrscheinlich etwas schneller reden. Wenn ich zu schnell werde, wäre es super, wenn mir irgendjemand kurz schreibt, ich rede zu schnell. Genau. Und zwar werde ich gleich erstmal die grundlegenden Funktionen von Nextcloud vorstellen und dann
paar Apps, die sich für den Schulbereich laut meiner Erfahrung sehr bewährt haben, um einfach einen Schulbetrieb laufend durchzubringen. Genau, bevor wir in die Apps starten, einmal die Grundfunktion. Ihr dürftet jetzt meine Nextcloud sehen. Ich habe hier eine Demo Nextcloud eingerichtet und das ist der Bildschirm, den man sieht, wenn man sich zum ersten Mal einloggt. Das heißt, man kriegt hier eine Begrüßung, wo einem einmal kurz vorgestellt wird, was Nextcloud eigentlich ist und wie es funktioniert. Und da kann man sich einmal durchklicken und dann kriegt man hier so ein paar nette Infos. Kann ich auf Start using Nextcloud gehen und dann habe ich hier meine Übersicht. Genau, das ist das neue Nextcloud Dashboard, was jetzt mit der Version 20, glaube ich, eingeführt wurde. Hier habe ich quasi alle meine Infos, die ich beim ersten Starten gerne auf Überblick haben will, eingerichtet. Genau, das heißt, ich kann nämlich meine Upcoming Events sehen. Das heißt, wenn ich im Kalendereintrag was habe, dann werden die hier erscheinen. Wenn ich auf Google Talk, auf Nextcloud Talk gemenschent werde oder mir jemand schreibt, dann werde ich die hier sehen und hier sehe ich normalerweise alle Dateien, die ich als letztes bearbeitet habe. Man kann sich das Ganze auch natürlich auch nochmal anpassen. Das heißt, ich kann mir hier einen anderen Hintergrund auswählen und dann sieht die ein bisschen anders aus. Ich bleibe jetzt aber mal beim klassischen Blau. Genau, man kann auch noch die Announcements einschalten, aber dazu kommen wir gleich. Genau, das war das Dashboard, das ist die Startseite von Nextcloud, die jeder bei sich hat. Und sonst tatsächlich ist Nextcloud ja als Cloud-Speicher entwickelt worden. Deswegen gehen wir auch direkt in diese Funktion hinein. Hier haben wir die klassische Nextcloud, wie sie jeder kennt, wenn er sie schon mal verwendet hat. Man hat hier seine Dateien, wie bei einer Dropbox oder in einem OneDrive, wo meine Dateien drin liegen. Das heißt, ich habe hier standardmäßig auch immer noch mal eine Nextcloud manuell, wo mir vorgestellt wird, wie diese Nextcloud funktioniert. Die kann ich hier intern direkt anschauen. Genau, standardmäßig habe ich hier auch noch andere Dateien. Nextcloud hat mittlerweile das wunderschöne Feature, es kann Office 365 quasi komplett ersetzen, da es mit OnlyOffice und Collabora zusammenarbeiten kann. Das heißt, ich kann ein Collabora Online-Server, was quasi LibreOffice Online ist, oder ein OnlyOffice Online-Server hinterlegen und kann dann Dateien mit meinen Mitschülern oder mit meinen Lehrern gemeinsam bearbeiten. Das sieht dann so aus, ich kann hier, wir sehen, hier haben wir unsere normale Welcome to Nextcloud Hub DocX-File, kann hier draufklicken und die ganze wird mir dann tatsächlich online in eine Online-Office-Variante geladen, wie wir es von Microsoft kennen, nur dass wir hier das Ganze selbst hosten, DSGVO-konform. So, ich glaube, wir haben hier gerade, deswegen kommst du ins Stoppen. Ich glaube, wir haben hier gerade technische Probleme. Würdest du noch einmal deinen Bildschirm einmal nicht mehr mit uns teilen und es noch einmal neu versuchen? Das kann ich gerne machen. Ich habe jetzt jedenfalls gerade die Infos bekommen, man könnte Lennart nicht richtig hören und teilweise auch seinen Bildschirm nicht sehen. Das Hören war ein Vertipper, das sollte noch, man hört ihn noch, sollte da stehen. Ah, okay. Wurde korrigiert. Wir hören dich gut, aber wir sehen immer nur das Startbild von der Nextcloud. Könnte das vielleicht damit zusammenhängen, dass du nur dieses eine Bild teilst und nicht deinen gesamten Screen und wir deswegen nur das eine Fenster sehen? Das kann sehr gut sein. Und die Dialoge sind dann nicht zu sehen. Vielleicht könntest du einfach den gesamten Bildschirm teilen, in der Hoffnung, dass da nichts Privates drauf ist. Ja, dann haben wir, glaube ich, das Problem, dass meine anderen Bildschirme automatisch mitgeteilt werden. Also ich kann... Du auswählen können. Ah, das hatte ich schon... Nee, ich kann das tatsächlich nicht auswählen. Er zeigt mir leider nur beide an. Also ich könnte, was ich testen kann, wäre, wenn ich den zweiten Bildschirm einfach für die jetzige Zeit deaktiviere. So.
So machen wir das. Hier sehen wir gleich mal als Übergang eingeworfen einen der Vorteile, den tatsächlich BigBlueButton für so größere Veranstaltungen hat. Da kann man nämlich dann auch Folien teilen, wobei an der Stelle hätten wir eh Bildschirm teilen müssen, weil das ist ja live. Das ist richtig. So, funktioniert das Ganze jetzt? Mach mal einen Dialog auf. Bisher sehen wir noch keine Bewegung. Gehe nochmal aufs Dashboard. Seht ihr jetzt, was seht denn ihr gerade? Soll ich mal meinen Bildschirm teilen? Das kannst du gerne machen. Also wir sehen die ganze Zeit noch die Wolken mit dem Start. Das ist spannend, weil jetzt habe ich gerade gar nichts freigegeben. Mhm. Dann ist das vermutlich eingefroren. Ja, dann gib jetzt nochmal frei, vielleicht kommt es dann. Yep. Vorteil allerdings, diese Folien hier sind scharf. Funktioniert es nicht? Seht ihr jetzt die Nextcloud? Nach wie vor keine Veränderung. Also es ist die Nextcloud, aber da bewegt sich nichts. Also ich habe jetzt mal den Kalender geöffnet, aber ihr seht es wahrscheinlich immer noch nicht, oder? Ich habe einen Vorschlag. Wir beantworten hier mal ein, zwei Fragen zu BigBlueButton und du startest einfach hier deine Session nochmal neu. Das ist eine sehr gute Idee. Genau, einmal den Browser-Cache lernen auch. Und dann sehen wir dich gleich wieder hier. Auf jeden Fall. Bis gleich. Ja, solche Probleme kennen ja alle, die mit solchen Tools sind zu arbeiten. Aber man kann damit ja gut umgehen. Jessie, stellst du mal eine Frage? Ja, ich würde einmal zurück zu BigBlueButton gehen. Jetzt haben wir gerade die Zeit, das zu beantworten. Eine Frage an Ralf. Kann eine Schule BigBlueButton irgendwie günstig hosten? Bin ich zu hören? Ja, okay. Also es gibt kommerzielle Hoster für BigBlueButton, um die ich mich auch gekümmert habe, als Alternative zu dem Nicht-Angebot an unserer Hochschule. Das Problem sind natürlich die Kosten. Das heißt, für ein Klassenzimmer muss man ungefähr 50 Euro im Monat rechnen. Das kann für eine Schule relativ teuer werden. Die zweite Variante wäre, dass man mit einem Provider aushandelt, dass man einen richtigen Server installiert, also in Baden-Württemberg über Bellevue oder über einen anderen Provider. Man muss halt für jede Klasse nach Möglichkeit einen eigenen Raum einrichten, also einen eigenen Prozessor und eigene Leitungskapazität, weil sonst geht es in die Knie. Aber das funktioniert. Man kann das beim Provider anmieten. Sinnvoll wäre über Bellevue aus rechtlichen Gründen, also über den Anbieter. Ansonsten gibt es auch kommerzielle Anbieter. Ob der Digitalpakt Schule das finanzieren kann, da bin ich überfragt. Da müsste man im Prinzip einen Juristen fragen. Normalerweise sollte das möglich sein. Das kann ich was sagen? Ja. Der Digitalpakt Schule fördert nur bis ungefähr 20% Geräte. Das heißt, ein kleiner Fördertopf, ein bisschen Geld des Fördertopfs kann für Geräte, Software und ähnliche Ressourcen ausgegeben werden, aber das meiste Geld aus dem Topf fließt in die Administration beispielsweise. Ja, okay. Die andere Frage, BBB ist nicht DSGVO-konform, das ist eine Frage der Konfiguration. Das heißt, wenn das wie bei Bellevue auf einem landeseigenen Server gehostet wird, im landeseigenen Serverzentrum, dann stehen die Server physisch in Baden-Württemberg und werden auch vom Land gehostet. Und der Rest ist eine Frage der Einstellung, weil natürlich BigBlueButton auch, man kann die Videosessions aufzeichnen, was man nicht sollte in der Schule und solche Dinge. Aber das ist eine Frage der Konfiguration. Und wenn der Serverstandort Deutschland ist oder Landesserver, möglichst noch eine Behörde oder ein vergleichbarer Provider, dann kann man das DSGVO-konform justieren.
Wichtiger ist die Frage zu BigBlueButton, wenn die Kamera der Schüler aus sind, wie merken Sie, dass Schüler das auch verstanden haben, wenn sie die Gesichter nicht sehen? Das ist das große Problem bei diesen ganzen Videokonferenzen, dass wir im Klassenverband keine direkte Rückmeldung haben. Das heißt, man wird die Instruktionsphase, also die Themenstellung für den Unterricht, vorschalten und wechselt dann in die Breakout-Räume, also in kleinere Gruppen, in die Gruppen besprechen, wo sich dann auch Schülerinnen und Schüler wieder zuschalten können. Also das Feedback ist tatsächlich das große Problem bei Videokonferenzen, weil sie auch, selbst wenn die Leitungskapazität reichen würde, sie können nicht 24 Bildschirme gleichzeitig beobachten, ob da jetzt noch Fragezeichen in den Augen der Schülerinnen und Schüler sind. Also das ist tatsächlich, man muss das etwas anders strukturieren. Diese direkte Rückmeldung gibt es über das Videotool nicht. Die Links unten kann ich gerne hier in den Chat einspielen oder dann kann er dann übertragen werden. Und die Frage zum Download der Folien der Präsentation, Jessica hat die Folien schon, kann sie weitergeben oder ansonsten kann ich die gerne auch nochmal zuschicken. Und diese Blaupause für Hardware und Software, das ist die zweite alternative IT-Infrastruktur und da steht es explizit schon drin. Die Folien zu den Vorträgen können wir von denen, die ihre Präsentation freigegeben haben, auch auf unserer Website digitalcourage.de auf unserer Kongressseite als PDFs veröffentlichen. Okay, gut. Genau. Ja, ich glaube, Lennart hat seine Technikprobleme überwunden und kann nun weitersprechen zu Nextcloud. Ist das richtig? Ich höre Lennart nicht. Dann ist das nicht richtig. Doch, ich sollte mich nur entmuten. Ah, super. Das soll helfen, ja. So, dann jetzt den ganzen Bildschirm freigeben. So, dann gehen wir zurück in die Nextcloud. Ab wo war ich denn? Hat man denn nichts mehr gesehen? Ab hier. Okay. Dann machen wir nochmal von hier weiter. Genau, man hat hier seine... sein wunderschönes Dashboard. Hier sieht man seine kommenden Termine. Man sieht, hier haben wir gerade den jetzigen Termin, digitales Klassenzimmer, heute 12 Uhr. Hier haben wir unsere Talk-Erwähnungen. Das heißt, hier habe ich mal mit einem Test-User einfach mal einen Chat gestartet. Also ich habe mit mir selbst gechattet. Oder ich habe ja auch mit der gesamten Schule einmal gechattet. Und gerade sind leider keine Announcements da, aber das werden wir gleich ändern. Genau, dann die Standardfunktion von Nextcloud, Datenspeicher. Im Datenspeicher sind alle Daten drin, die wir hochladen. Dafür wurde Nextcloud gemacht. Und hier können wir jetzt auch, wie vorher schon erwähnt, kollaborativ arbeiten mit einem Collabora oder OnlyOffice Backend. Das Ganze sieht dann so aus. Wir gehen auf eine Datei, hier eine wunderschöne Word-File, die standardmäßig mitgeliefert wird, können die Ganze einmal öffnen, warten ganz kurz. Und dann haben wir hier unser Office Online, was größtenteils die gleiche Funktionalität wie die Standard-Microsoft-Produkte mitbringt. Das heißt, ich kann hier jetzt einfach, wie ich lustig bin, drauf losbearbeiten. Das heißt, ich kann hier einfach was rauslöschen. Und wenn ich jetzt das Ganze zum Beispiel von einem Mitschüler rübergelesen haben will, können diese hier die Kommentarfunktion an der linken Seite öffnen und sagen, Kommentar zum Dokument hinzufügen und deine Überschrift ist etwas langweilig. So, dann kann ich jetzt hier den Kommentar hinzufügen und dann sehen alle hier diese Kommentare, die Zugriff auf diese Datei haben. Sonst gibt es tatsächlich auch zum kollaborativen Arbeiten noch einen Chat. Das heißt, alle, die gerade auf dieser Datei sind, können hier einfach miteinander chatten. Auch hier Servus, steht hier oben mein Name plus meine Nachricht, wie man es von dem Chat kennt. Und dann kann man hier zusammen, ohne dass man auch gerade miteinander telefonieren muss, miteinander an dieser Datei bearbeiten. Genau, sonst gibt es hier die Standard Überschriften, Einstellungen, wie man sie kennt. Man hat seine Einfügenzeile, seine Layoutzeile und einfach alles, was man braucht. Genau, ich kann hier auch noch neue Dateien anlegen, aber
Das soll uns jetzt nicht lange aufhalten. Genau. In den Dateien können wir denn auch nicht nur kollaborativ arbeiten und auf unseren eigenen Dateien arbeiten. Wir können auch sogenannte geteilte Ordner erstellen, wie man es eigentlich von jeder anderen Cloud auch kennt. Das heißt, wir haben hier jetzt die Klasse 1a, in der bin ich jetzt Mitglied. Und hier könnte jetzt zum Beispiel Ordner für die jeweiligen Unterrichtsfächer drin sein, wo dann Daten von jedem hochgeladen werden können. Oder ich sage jetzt hier, ich habe eine Präsentation in Deutsch und sage Faust, weil ich irgendwas von Goethes Faust präsentieren muss und kann jetzt hier zusammen mit meinen Klassenkameraden wieder meine Präsentation gemeinsam vorbereiten. Wenn ich das Ganze jetzt aber nicht mit der ganzen Klasse teilen will, sondern ich will ja nur mit meiner Gruppe das Ganze machen, gibt es mittlerweile in Nextcloud die sogenannten Kreise oder auch Circles auf Englisch. Und hier können parallel zu den Servergruppen, kurzer Ausflug zu den Unterschieden zwischen Kreisen und Servergruppen, es gibt die beiden Möglichkeiten. Das heißt, es gibt Servergruppen auf einem Nextcloud-Server, die können nur von Administratoren verwaltet werden. Über die sind dann Gruppenzugehörigkeiten machbar und da werden die Standardklassen in eine Gruppe zusammengefügt. Jetzt will ich aber als Schüler ja auch nur mit meinen Freunden hier schnell die Präsentation machen. Ich kann ja nicht als ich bin ja kein Server-Admin und kann jetzt hier mir eine Servergruppe dafür anlegen. Dafür hat Nextcloud die Kreise entwickelt. Hier kann ich mir einen persönlichen Kreis anlegen und sagen, Faust Präsentation. Kann jetzt sagen, Kreistyp, das ist ein persönlicher Kreis, kann den erstellen und kann dann hier meine Freundin hinzufügen. Schauen wir mal nach irgendwie mit A. Wir nehmen jetzt hier den Aaron, fügen den hinzu. Und wenn ich jetzt doch nochmal mit dem was machen will, dann kann ich hier jetzt einen Ordner erstellen. Wir nennen jetzt einfach nur schnell einen neuen Ordner. Kann dann hier auf Teilen gehen und dann hier nach Faust suchen. Dann sehe ich, dass hier Faust-Präsentation ist. Jetzt habe ich mit allen, die in meinem Kreis sind, diese Datei geteilt. Das heißt, ich kann so schnell Ordner mit meinen Arbeitsgruppen freigeben, ohne dass ich jetzt irgendwem schreiben muss, können Sie mir bitte diese Gruppe erstellen. Genau, das waren jetzt so die Basic Features von Nextcloud, die man eigentlich kennen sollte. Sonst hat Nextcloud nämlich, was Nextcloud nämlich unglaublich stark macht, sind die ganzen Add-ons, die es gibt. Hier mal zwei kleine Add-ons, und zwar einmal die Fotos. Das ist einfach eine Fotogalerie. Hier durchsucht die Nextcloud alle meine Fotos, die ich habe, und zeigt die mir hier in einer Galerie an. Ich kann hier auch meine Videos anzeigen lassen, wie man es auch von anderen kennt. Ich kann auch hier direkt nach Orten sortieren lassen, wenn jetzt... Ja, da haben wir gemerkt, da fehlt das Plugin. Gut, genau, also ich kann auch hier nach Tags suchen lassen, wenn ich auf meinen Fotos Orte markiert habe in den Metadaten. Unter Aktivität sehe ich quasi alles, was passiert ist, was ich sehen kann. Ich bin gerade im Admin-Account, deswegen sehe ich alles. Ich sehe, hier sind gerade ganz viele Leute in jeweils die Jahrgangsgruppen beigetreten. Und dann kann ich auch hier sortieren, was für Aktivitäten ich denn gerade anschauen will. Das ist vor allem praktisch für Lehrer, wenn irgendwelche Schüler witzig sind und meinen, sie müssen irgendwelche Dateien löschen, wie zum Beispiel Hausaufgaben, weil das jemand nicht richtig gesichert hat oder für alle freigegeben, kann ich hier immer sehen, wer denn gerade was gemacht hat. Genau, dann eins der wahrscheinlich besten Features von Nextcloud mittlerweile, Nextcloud Talk. Und zwar ist Nextcloud Talk ein eigenes Chat-System, auf Nextcloud basierend. Das läuft auf WebRTC-Technik. Hier kann ich quasi einfach mit allen Leuten chatten. Kann ich jetzt Hallo schreiben und dann kriegt die Adelina, die ich hier erstellt habe, kriegt die Nachricht natürlich. Oder ich kann natürlich auch sagen, ich will hier mit dem Kreis Schule Gesamt schreiben. Das heißt, ich kann hier quasi als Admin oder auch als Lehrkraft dann Nachrichten an die ganze Schule verteilen, wie
morgen findet keine Schule statt. So, und jetzt sind alle Schüler oder und alle Lehrer informiert, dass morgen keine Schule stattfindet. Nextcloud Talk hat auch tatsächlich eine eigene App. Das heißt, jeder kann das sich installieren. Das ist dann wie ein normaler Messenger, wie WhatsApp, Prima, Signal, wie man sie alle kennt. Und dann kriegt man hier die Nachrichten. Was auch ganz nett ist, denn Nextcloud Talk kann ich nicht nur hier verwenden, in dieser Standard-Chat-Einstellungen, sondern ich kann hier auf eine Datei gehen, klicke auf diese drei Punkte, einmal auf Details und ich kann jetzt zu dieser Datei einen Chat starten. Ich kann hier einen Chat starten. Das heißt, ich kann jetzt mir ausruhen, mit wem will ich denn hier eigentlich chatten. Und jetzt sage ich, Reasons to use Nextcloud will ich mit allen Lehrerinnen und Lehrern teilen. Das heißt, ich suche mir, die Suche ist leider nicht so performant, da mein Server nicht dafür so geeignet ist, auf dem die Nextcloud hier gerade läuft. Gut, wir sagen, wir wollen das jetzt mal nur mit der Adelina teilen. Und dann können wir hier gemeinsam, da ist immer das Problem mit Live-Demos. Machen wir mal die Seite neu, das hilft gerne mal bei Nextcloud. Der Vorteil davon ist, dass man gleich die Tipps zum Bug vermeiden mit dazu lernt. Doch, genau, weil nach einem Reload ist das Ganze dann meistens nämlich getan. So, jetzt steht hier nämlich auch geteilt dran. So, jetzt können wir wieder auf Details gehen, Chat und jetzt können wir der Unterhaltung beitreten. Und jetzt können wir hier uns über diese Datei unterhalten und dann können alle, die hier was zu dieser Datei sagen wollen, was reinschreiben. Und jetzt was richtig Schönes, man kann auch einen Videoanruf oder auch einen Audioanruf starten. Das mache ich jetzt nicht, weil sonst weiß ich nicht, wie lange mein Server weiterlebt, weil das zieht leider tatsächlich ein bisschen Leistung auf allen Seiten. Ist aber ganz nett, wenn man einen performanten Server dahinter hat. Das heißt, bei Nextcloud auch immer schön stärkere Server nehmen, die mögen das. Genau, das heißt, ich kann hier einen Videoanruf zu einer Datei starten und mich dann mit den Leuten darüber unterhalten. Wenn mir das hier schon zu viel ist, kann ich das auch einfach ganz normal kommentieren. Dann haben wir hier eine Kommentarliste, wie man sie eigentlich kennt. Genau, man kann Dateien auch noch normal teilen. Das heißt, ich kann hier einen Link erstellen, der automatisch öffentlich ist. Und dann kann man hier noch Sachen wie Bearbeitung erlauben, Download verbergen, Passwortschutz, Ablaufdatum und eine Notiz an Empfänger eingeben. Aber das ist alles selbsterklärend. Dann hat Nextcloud noch eine Dateiversionierung. Das heißt, wenn ich die gleiche Datei uploade, die ein Stück neuer ist, dupliziert Nextcloud automatisch die alte und behält die im Speicher. Wie lange die da drin bleibt, kann man selbst in den Einstellungen konfigurieren. Das heißt, wir haben quasi hier auch einen wunderschönen Dateiverlauf, wer wann was geändert hat und es geht eigentlich nichts verloren. Genau. Dann hat sich Nextcloud in den letzten Jahren auch immer mehr zu Groupware entwickelt. Und zwar haben wir auch eine Kalenderfunktion, die über CalDAV abrufbar ist. Das heißt, ich kann hier entweder Kalender importieren darüber oder ich habe hier unten die CalDAV-Adresse, die ich kopieren kann und dann in mein Kalender-Tool importieren kann. Genau, wir haben jetzt hier die verschiedenen Klassen. Das heißt, wir können hier geteilte Kalender erstellen. Jede Klasse hat ihren eigenen Kalender. Es gibt einen Schule gesamt. Und dann sehen wir hier, ist jetzt gerade sind die Weihnachtsferien eingetragen. Und wenn wir dann weitergehen können, kann hier zum Beispiel der Unterricht halt für jede Klasse individuell eingestellt werden. Das heißt, wir sehen hier um 7.45 Uhr bis 12.55 Uhr hat die Klasse 1a Unterricht. Genauso die Klasse 1b und dann auch die Klasse 1c. Und montags hat die Klasse 1a und Nachmittagsunterricht von 14 Uhr bis 15.30 Uhr. Das heißt, hier habe ich dann quasi auch direkt meinen, nicht Adventskalender, sondern meinen Stundenplan, den ich einfach immer abrufen kann, wenn ich will. Und auch auf mein Handy importieren kann. Dann gibt es die Ankündigung. Das ist besonders hilfreich für Lehrer, die zum Beispiel sagen wollen, wir schreiben jetzt am
Montag den Klassenarbeit. So, Montag Deutsch Kala. Dann kann ich hier die Themen reinschreiben. 1, 2, 3, 4. Kann jetzt hier sagen, erweiterte Option. Ne? Oder auch nicht. Dann lassen wir das. Hier kann ich normalerweise dann auswählen, an welche Kreise oder Gruppen ich das Ganze freigeben will. Wenn wir keine auswählen und auf Ankündigen klicken, wird diese Notification einfach an alle Nextcloud-User geschickt. Wenn man dazu auch die Berechtigung hat, denn man kann in den Einstellungen festlegen, wer das Ganze darf und wer nicht. Testen das Ganze nochmal. Jetzt geht's natürlich. Genau, können wir hier sagen, Klasse 1a, Deutsch KLA1, kündigen das Ganze an. Und wenn wir jetzt auf unser Dashboard gehen, sehen wir Ankündigung Deutsch Klassenarbeit 1 vor ein paar Sekunden von Admin. Und so können die Schüler und Schülerinnen das Ganze dann direkt in ihre Nextcloud bekommen. Das Ganze, wenn sie die Nextcloud-App auf ihrem Handy installiert haben, kriegen sie auch per Push-Notification tatsächlich, was ganz nett ist. Das heißt, ich kann als Lehrer einfach nur diese Notification setzen und meine Schüler sind automatisch informiert. Dann gibt es auch das wunderschöne Umfragentool. Jeder Lehrer kennt es bestimmt. Es werden gerne mal Doodle-Umfragen gemacht. Hiermit kann ich das Ganze direkt in der Nextcloud machen. Das heißt, ich habe jetzt hier mal vorher schon die RC3-Umfrage gemacht und jetzt kann ich hier quasi einfach sagen, ich kann hier kann ich vielleicht. Also hier kann ich quasi einfach meine Standard-Doodle-Umfragen, die ich sonst auf Doodle mache, einfach auch direkt in der Nextcloud machen und auch immer bestimmte Kreise unter den Freigaben hinzufügen. Das heißt, wenn ich jetzt will, dass das für die Klasse 1a ist, dann sage ich hier jetzt Klasse 1a. So, und jetzt wird das Ganze automatisch an die Klasse 1a geschickt. Die kriegen dann den Link hierzu und können einfach hier antworten, wann sie denn Zeit hätten. Genau. Ich kann auch hier links auf die öffentlichen Umfragen gehen oder auf alle Umfragen, wenn mal mehrere Umfragen da sein sollten und es mich interessiert, was es gerade so läuft. Wenn ich nicht nur Zeitumfragen machen will, wer wann kann, kann ich auch das ganze Nextcloud-Formulare verwenden und kann wie bei Google Forms jetzt ein Formular erstellen. Das heißt, ich kann jetzt hier ein Kontrollkästchen machen mit ich bringe mit und dann gibt es hier zum Beispiel Nutella, Brot. Dann können die Schüler sich quasi hier, wenn sie dieses Formular bekommen, auswählen, was sie davon mitbringen wollen. Der Lehrer sieht es und dann haben wir quasi direkt, wie man es kennt, meistens vom letzten oder ja doch vom letzten Schultag, dieses gemeinsame Frühstück, was es immer mal wieder gab, dass man da einfach direkt das schnell klären kann über dieses Google Forms. Das Ganze kann ich natürlich hier rechts natürlich auch wieder mit nur bestimmten Nutzern teilen. Das heißt, ich sage hier wieder meine Klasse 1a. Die soll das doch mal bitte einmal mitbekommen. Und jetzt habe ich das Ganze meiner Klasse 1a mitgesetzt. Ich kann auch ein Ablaufdatum setzen. Sagen, morgen um 17 Uhr will ich jetzt diese Infos haben. Und dann kann man danach auch nicht mehr antworten. Genau, dann noch zwei weitere nette Features oder eigentlich ein nettes Feature. Ich kann auch externe Links hier oben einbinden, die entweder in der Nextcloud angezeigt werden, wenn die Webseiten erlauben, auf externen Seiten eingebunden zu werden. Oder sie öffnen sich dann einfach in einem neuen Tab. So kann ich jetzt zum Beispiel auf die RC3 World gehen. Oder ich habe hier auch einen direkten Link zu DuckDuckGo. Genau, DuckDuckGo erlaubt es nämlich nicht, eingebunden zu werden, aber ich habe es hier mal als Demo drin gelassen. Deswegen einfach nur als Beispiel, wenn eine Website es nicht erlaubt, sieht das Ganze so aus. Deswegen kann man auch eine direkte Weiterleitung einbinden. Genau, was auch möglich wäre, wenn die Schule kein Nextcloud Talk verwenden will, gäbe es die Möglichkeit, Element einzubinden. Hier landet man dann quasi
einfach auf der Startseite von Element oder auch Matrix, wie wir es kennen, und kann sich anmelden an seinem Schulserver und dann so chatten. Es gäbe auch noch die Möglichkeit, BigBlueButton zu integrieren. Das heißt, ich kann direkt aus meiner Nextcloud BigBlueButton-Räume erstellen und organisieren. Und eine Moodle-Integration gibt es auch. Ich hatte nur leider keine Testserver, um das Ganze auch noch zu demonstrieren. Ich glaube, meine Zeit ist dann jetzt auch um. Ich habe leider nicht mehr drauf geschaut, weil ich neu gestartet habe. Aber ich wäre dann größtenteils durch. Ja, danke schön. Die Zeit war jetzt gar nicht schlimm. Das habe ich eben mit abgezogen. Okay. Vor allem die technischen Schwierigkeiten, wie Lena eben auch schon gesagt hat, haben uns ja sehr geholfen. Also wir haben jetzt gelernt, wir sollten über Chromium reingehen. Und, ja. Wir haben gelernt, dass man Nextcloud vielleicht zwischendurch mal neu laden muss, wenn es nicht so ganz funktioniert. Richtig. Ja, schön. Es geht auch direkt weiter. Wir haben wirklich einen sportlichen Zeitplan heute mit Silvia Lange, die uns was zu Jupiter Hub erzählt. Ja, hallo zusammen. Ja, ich erzähle was vor allem für Informatiklehrer interessant ist, und zwar zu Jupiter Hub. Da kann man browserbasiert den Informatikunterricht gestalten. Bin ich zu hören? Ja, bist du. Ja, also zu meiner Person. Ich bin Informatiklehrerin in der Oberstufe am beruflichen Gymnasium und ich habe das große Glück, an einer Open-Source-Schule tätig zu sein. Also dort wird LibreOffice, Ubuntu und alles Open-Source eingesetzt. Genau, zur Motivation jetzt von Jupiter Hub. Also wir hatten ja Fernunterricht ab März und das hat insbesondere in der Informatik große Probleme verursacht, weil die Schüler hatten ja dann nicht mehr die von der Schule administrierten Geräte, sondern ihre eigenen Geräte mit den verschiedensten Betriebssystemen. Und ich hatte da versucht, SQL zu unterrichten. Und die Schüler scheiterten daran, XAMPP und die Workbench zu installieren. Genau, nach einiger Zeit bin ich dann eben auf Jupiter Hub gestoßen, was ich heute vorstellen möchte. Das bietet die Möglichkeit, dass die Schüler das browserbasiert tun können und somit nichts Eigenes installieren müssen. Für wen das zu kompliziert ist, also selber einen Server aufzusetzen, hier gibt es auch eine Abkürzung. Also der Julian, den wir ja nachher noch hören, hat was ganz Tolles gebaut. Instahub.org, so ein nachgebautes Instagram, wo man auch browserbasiert SQL lernen kann. Und ein anderer Kollege hier auch aus Bavü hat dann auch noch extra Aufgabenblätter und Videos und so weiter dazu erstellt. Also für die, die den weniger steinigen Weg wählen wollen und nicht selber einen Server aufsetzen wollen. Ja, also Jupiter Hub ist eben eine Open-Source-Software, mit der man quasi als Lehrer oder als Schule einen Server aufsetzen kann. Und die Schüler haben dann quasi im Browser, haben sie ihre Entwicklungsumgebung, ihren SQL-Server und Client, alles in einem. Das demonstriere ich hier mal. Also jetzt bin ich hier auf diesem Jupiter Hub-Server drauf und kann jetzt hier irgendwelche Arbeitsblätter aufrufen. Also hier habe ich zum Beispiel was zu SQL gemacht. Jupiter Hub ist eigentlich für Python gemacht, aber ich kann hier eben auch, wenn ich hier so ein Modul nachlade, kann ich auch SQL-Befehle absetzen. Also da muss ich dann immer mit diesem %% SQL beginnen. Und kann jetzt hier als Schüler, jetzt steht hier schon ein Befehl, kann ich mit Steuerung Enter hier so einen Befehl ausführen und bekomme dann hier die Antwort von der Datenbank. Als Lehrer kann man hier eben solche Aufgabenblätter erstellen. Man schreibt hier in Markdown und beschreibt dann, was der Schüler zu tun hat. Und das fanden die Schüler sehr angenehm, dass sie hier die Aufgabenstellung und die Lösung so in einem hatten und dann nicht immer permanent zwischen verschiedenen Fenstern umstellen mussten. Also das kam bei Schülern sehr gut an. Ja, also das war mal ein Beispiel von SQL. Und standardmäßig spricht man hier in Python. Also ich könnte hier irgendwas rechnen und irgendwas ausgeben zum Beispiel.
auch mit Steuerung Enter ausführen. Und dann kann ich eben hier in so Codezellen einfach Python-Code ausführen. Ja, was auch sehr toll ist an der Geschichte, ist, dass man noch ein zusätzliches Plugin installieren kann, den Formgrader, den NBGrader. Und hier kann man jetzt Kurse erstellen. Also ich kann jetzt hier da reingehen. Da öffnen sich immer so neue Tabs. Das ist auch für Schüler vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend. Also ich kann hier solche Aufgabenblätter erstellen mit dem NBGrader. Also da habe ich dann meine Erklärungen, irgendwelche Bildchen auch, hier das Datenbankmodell. Und dann schreibe ich in dieses Lösungsblatt auch die Lösungen mit hinein und markiere die immer mit Begin Solution, End Solution. Und NBGrader sorgt dann dafür, dass das in der Schülerversion dann nicht enthalten ist. Jetzt haben wir auch gerade gesehen, apropos Bugs, und wir sehen hier schon das Handling mit Fehlern. Der Server verabschiedet sich in den Standardeinstellungen sehr schnell. Da muss man immer in einen anderen Tab gehen und den Server noch einmal starten. Deswegen kam da bei mir jetzt Connection failed und so weiter. Ja, genau. Also hier kann man Lösungen schreiben und die dann eben entsprechend markieren. Was dann nämlich passiert ist, wenn ich dann sage, hier soll der Kurs generiert werden, dann werden die Schülerarbeitsblätter generiert. Die kann ich mir dann hier unter Preview mit dem Lupensymbol anschauen. Und dann sehe ich jetzt von dem, wo wir gerade die Lehrerversion gesehen haben, sehen wir jetzt hier die Schülerversion. Jetzt steht hier einfach nur Your Code here. Also das müssen dann die Schüler immer weglöschen und dann kann der Schüler hier sich ausprobieren mit der Bedienung von Datenbanken. Genau, ich kann das auch mal kurz noch aus der Sicht von einem Schüler zeigen. Moment, wo habe ich den Tab? Also hier habe ich jetzt mal noch einen Schüler. Ich logge mich mal ein. So, und dann kann ich hier auf Assignments gehen und schauen, was hat mir denn der Lehrer so zur Verfügung gestellt, kann das dann herunterladen als Schüler und sehe jetzt, es gibt hier diese Aufgabenblätter, kann da draufklicken und bekomme dann eben die Schülerversion. Und die kann man dann sogar an den Lehrer dann wiederum übertragen, also so ähnlich wie bei Moodle mit der Abgabe. Genau, dann ist noch das Problem, dass ja sozusagen die OER-Materialien oft in einem anderen Format gegeben sind. Also zum Beispiel auf informatik-bw.de sind da Unterrichtsmaterialien für den Bildungsplan am beruflichen Gymnasium in Baden-Württemberg. Die sind dann als PDF-Datei gegeben und eben nicht als so ein Notebook. Und da habe ich hier auf GitHub mal angefangen, da so ein bisschen zu sammeln, also Dokumente zu übertragen in dieses Jupyter-Format, sodass diese Arbeit nicht alle Kollegen doppelt und parallel machen müssen. Gut. Genau, also hier nochmal der Link auf diese Materialien für Baden-Württemberg, die ich da eben angefangen habe, umzustricken für Notebooks. Und ja, also wer das mag, kann das auch selber mal ausprobieren unter jupyter.silvialange.de. Und dort habe ich mal unter den Usernamen User 01 bis User 015 Accounts angelegt mit einem ganz sicheren Passwort, nämlich genau wie der Username. Also wer gern mal ausprobieren möchte. Ja, hier noch ein paar Links. Diese Folien übrigens kann man hier herunterladen. Gut, dann wäre ich mit meinem Vortrag am Ende.
Sehr schön, danke Silvia. Es kam direkt eine Frage an dich, und zwar: Hast du Erfahrungen mit Java in Jupyter? Habe ich keine Erfahrungen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das geht. Da muss man halt noch ein Modul installieren, aber habe ich selber noch nicht ausprobiert, weil zurzeit unterrichte ich kein Java. Und noch eine Frage: Wie viel Kreativität ist notwendig, dass der Schüler die Lösung ohne Aufgabendurchführung sieht? Wunderschöne Frage. Also ob der Schüler das hacken kann? Davon gehe ich aus, dass die Frage so gemeint ist. Also ich denke mal, dass er dazu mein Passwort hacken müsste. Also wenn ich ein gutes Passwort verwende. Ah, nee. Es gibt noch eine Möglichkeit, aber die sage ich mal lieber nicht öffentlich. Also wenn jemand sehr, sehr clever ist, gibt es da Möglichkeiten, ja. Ja, das ist ja bei jeder Software immer so die Frage, wo sind die Grenzen und wo kann man einfach davon ausgehen, dass Schülerinnen und Schüler einfache Wege und Tricks finden, um gewisse Dinge zu überbrücken und sich Informationen zu holen, die sie eigentlich nicht haben sollten. Aber wie wir ja alle wissen, sind genau diese Momente die, an denen man am meisten lernt. Insofern finde ich diese Frage sehr schön, weil die Kreativität an der Stelle anzuregen, sie sollte natürlich hoch genug sein, die Hürde, damit man dann auch genug lernt im Verhältnis dazu, was man nicht lernt, wenn man die Hausaufgabe umgangen hat. Ja, das waren erstmal alle Fragen, die mich zu deinem Vortrag erreicht haben, Silvia. Dann geht es jetzt weiter mit einem kleinen Vortrag zu Freifunk an Schulen von Frank Schiebel. Denn wenn wir unsere ganzen Programme nicht ans Netz kriegen, dann war es doch sowieso mit dem Fernunterricht beispielsweise. Frank, bist du soweit? Moment. Ja, ich bin soweit. Kann man mich hören? Man kann dich super hören und man kann auch die Präsentation sehen. Also schön, dann ist alles hervorragend. Ja, also ich freue mich sehr, dass ich da sein darf heute. Ich habe auf die erste Folie geschrieben, ein Erfahrungsbericht als Denkanstoß. Die ganze Geschichte bei uns an der Schule läuft schon seit etwa 5 Jahren. Das sprengt natürlich den Umfang von 15 Minuten bei weitem. Deswegen möchte ich nur einen kleinen Einblick geben. Zunächst mal zu mir und zur Schule und zu den Schülern, die da beteiligt sind. Ich bin Lehrer am Quenstedt-Gymnasium in Mössingen. Das ist ein bisschen südlich von Stuttgart, wie man meinem Dialekt wahrscheinlich auch entnehmen kann. Wir sind ein allgemeinbildendes Gymnasium mit 4 Klassen pro Jahrgangsstufe. Das sind insgesamt so etwa 750 Schülerinnen und 90 Lehrpersonen. In der Zeile drunter sieht man die AG, ein Teil der Schülerinnen, und zwar im Februar 2019. Wir haben zwar tatsächlich diesen Sommer auch Aktionen gehabt, ich habe aber auf die Schnelle die Bilder nicht gefunden. Die AG besteht aus Westen der Belegschaft natürlich. Das sind so 10 bis 15 Schülerinnen ab Klassenstufe 8 oder 9, die aktiv mitarbeiten in der Freifunk AG. Und wir kommen nachher noch drauf, was die da so tun. Und dann bin ich natürlich noch irgendwie da außenrum. Mein Name ist Frank Schiebel. Ich bin Lehrer für Mathe und Physik. Das habe ich studiert, darf aber natürlich auch andere Sachen unterrichten, wo es niemanden gibt, NWT und Informatik namentlich. So, ganz kurz, nur dass wir auf einem Level sind, möchte ich kurz erklären, was Freifunk ist, weil das auch nicht vielleicht jeder immer sofort auf dem Schirm hat. Freifunk ist also ein Community-Netzwerk im Prinzip, wo man WLAN-Router aufstellen kann, die einen freien Zugang zum Internet machen. Diese WLAN-Router, die verwenden eine Infrastruktur von dem in Community organisierten Freifunk-Communities, indem sie sich über den privaten Router über ein VPN zu den Gateways von Freifunk verbinden und letzten Endes landen alle Geräte, die sich mit diesem Freifunk-Netzwerk verbinden, wenn Sie ins Internet wollen, über das Gateway des Freifunkvereins im Internet, und damit hat man als Anbieter die ganze Störerhaftungsproblematik erstmal von der Backe. Freifunk ist natürlich noch viel mehr, möchte ich jetzt nicht ausführen, nur für die, die es wissen, eben auch ein Netz für sich, aber
die meisten Leute nehmen es eben wahr als freien Zugang zum Internet. Wesentliche Punkte sind, das WLAN ist offen und frei. Das bedeutet, man braucht keine Zugangsdaten, um sich damit zu verbinden, sondern wenn man irgendwo ist, wo es Freifunk gibt, dann öffnet man praktisch die WLAN-Einstellung seines Gerätes und sieht dann Freifunk ohne Verschlüsselung, ohne WPA-Key und kann sich direkt verbinden, ist dann sofort im Internet. Grundsätzlich muss man jetzt noch eine Sache sagen, die mich persönlich als Lehrer auch sehr beschäftigt. Ich habe die Folie überschrieben mit vom Loslassen. Und zwar ist es so ein bisschen eine philosophische Frage, finde ich. Wir sehen hier so eine Skala mit diesem Pfeil von links nach rechts. Ganz links, da ist praktisch die absolute Kontrolle durch die Lehrperson und ganz rechts ist die totale Selbstkontrolle durch den Schüler oder die Schülerin. In Wirklichkeit ist es natürlich wahrscheinlich so, dass man irgendwo sich auf dieser Skala einordnen muss. Sache ganz rechts wird nicht funktionieren, dass die Schüler alles komplett selber kontrollieren und sich selbst. Die Sache ganz links, das ist was viele Leute, glaube ich, versuchen durchzusetzen. Ich habe exemplarisch hier mal so einen Screenshot gemacht und eine App in geöffnetem Zustand sperren, nur iPad. Da kann man also dann praktisch sagen, wenn die App geöffnet wird, dann kann der Schüler nur diese App benutzen und sonst nichts mehr machen mit seinem iPad. Ich persönlich habe da so ein bisschen Probleme mit. Das heißt, mein Ansatz ist im Prinzip schon eher, ich verorte mich ein bisschen wieder rechts auf der Skala. Und der Zugang zum Internet, der funktioniert ähnlich, der hat da exemplarisch ähnliche Aspekte. Nämlich möchte ich praktisch tatsächlich irgendwie zentral steuern, wann Schüler zum Beispiel das WLAN benutzen dürfen oder bin ich damit einfach einverstanden, dass die halt überall immer WLAN haben. Und wenn ich jetzt natürlich darüber nachdenke, ob ich Freifunk an der Schule mache, dann muss ich zu dem Schluss kommen, ja, es ist mir einfach erstmal egal, wenn die Schüler mit privaten Geräten oder mit allen Geräten einfach so ins Internet können. So, 2015 war es dann also so, da hatten wir so irgendwie ein oder zwei Access Points, die hingen in den Lehrerzimmern, dass die Lehrer so ein bisschen mit ihren Geräten da im Internet rumdödeln konnten. Und es war dann im Prinzip klar, wir wollen am Quenstedt-Gymnasium überall WLAN haben. Hatten dann zunächst mal technisches Problem, dass wir noch nicht überall Kabel hatten. Und das war eigentlich der Auslöser, dass von meinem persönlichen Hintergrund, dass ich eben Freifunk kannte, ich tatsächlich mal ein paar Gebäudeteile mit einem Mesh-Netzwerk versorgt habe. Und dann gab es natürlich zwangsläufig irgendwie auch an zwei, drei Stellen Freifunk. Die Schüler fanden das natürlich ganz gut. Und 2015 haben uns dann mal überlegt, gut, wie macht man das jetzt, dass wir tatsächlich überall im Schulhaus WLAN haben können? Und wollen wir das Freifunk diesbezüglich beibehalten? Da gibt es natürlich so ein paar Grunddinge, die man einfach beachten muss. Also man bewegt sich da nicht im luftleeren Raum. Zunächst mal muss man natürlich über die Datenschutzimplikationen nachdenken, weil beispielsweise die Verwaltungsvorschrift des Landes Baden-Württemberg für Lehrergeräte verbietet eigentlich, dass Lehrergeräte, auf denen personenbezogene Daten von Schülern bearbeitet werden, dass die sich in offenen WLANs befinden. Das heißt, es war sowieso von Anfang an klar, man wird auf jeden Fall zwei WLANs brauchen. Eines für die Lehrperson und dann vielleicht Freifunk oder noch eins, man weiß es nicht. Dann ging es eben um die grundsätzliche Frage, sollen die Schülerinnen immer Zugriff haben oder soll das irgendwie immer erst freigeschaltet werden? Da konnte man relativ schnell einen Konsens herstellen, dass die immer Zugriff haben können. Dann kam bei der Offizialisierung natürlich noch so ein bisschen um die Ecke, wie sieht es mit dem Jugendschutz aus? Muss der Internetzugang an der Schule gefiltert werden? Da muss man sagen, ich weiß relativ sicher, dass es in verschiedenen Bundesländern unterschiedlich ist. Bei uns in Baden-Württemberg haben wir dann bei Nachfrage am Regierungspräsidium die Auskunft bekommen, nein, man muss nur entsprechende Maßnahmen zur Prävention ergreifen. Was wir getan haben, indem wir zum Beispiel Medienmentoren haben und dergleichen. Dann gab es noch die technischen Aspekte, das ist jetzt bei dem Vortrag nicht so im Mittelpunkt. Nur falls das jemand wissen will, es ging dann nur ein bisschen darum, wie mache ich das, wenn ich jetzt eben nicht nur drei oder vier Access Points habe, sondern dann halt so, wie wir jetzt im Moment sind, irgendwie so 50. Da haben wir einfach Unify genommen. Das Ziel war zu jedem Zeitpunkt auf jeden Fall, die Schülerinnen und Schüler, oder nach der Diskussion war das Ziel, die sollen immer ins Internet können, auch mit selber mitgebrachten Geräten. Und zwar idealerweise so, dass wir als Lehrpersonen da nichts mehr machen müssen.
Dann ist es formal so, dass ich, damit ich ein WLAN an einer Schule in Baden-Württemberg überhaupt installieren darf, muss ich durch die schulischen Gremien gehen. Das ist einmal die Gesamtlehrerkonferenz muss dem Konzept zustimmen und die Schulkonferenz. Die Gesamtlehrerkonferenz besteht eben aus der Schulleitung und den Lehrern. Die Schulkonferenz besteht aus Repräsentanten der Schulleitung, der Lehrer, der Eltern oder der Schüler. Und optional, das ist, glaube ich, nicht vorgeschrieben, aber wir haben es gemacht, sind wir praktisch mit dem Konzept auch noch vor die Versammlung der gewählten Elternvertreter getreten und haben das dort vorgestellt, das Konzept. Die Elternbeiratssitzung, so heißt es. Wegen der Filterung haben wir die Verwaltungsvorschrift rausgekramt und haben beim RP nochmal nachgefragt, um das eben abzusichern, dass man das nicht braucht. Alle Gremien haben zugestimmt. Der Schulträger hat, ohne es zu wissen, auch Geld gegeben und dann hatten wir also irgendwann WLAN. Der Erklärungsansatz in diesen Gremien war im Übrigen folgender, das möchte ich an der Stelle einfach nochmal versuchen darzulegen. Der zentrale Punkt war tatsächlich für am Anfang der Diskussion immer der zu sagen, ja, dann können die Schüler ja aber im Prinzip ohne Kontrolle ins Internet mit ihren Geräten. Und die Argumentationslinie, die wir da praktisch benutzt haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, wir haben diese grünen Netze, die befinden sich eben unter unserer Administration, da bestimmen wir, welche Geräte in diesen Netzen unterwegs sind. Und dann gibt es eben einen Bereich, zunächst mal das Mobilfunknetz, wo eben jeder Schüler mit seinem Gerät normalerweise sowieso reingehen kann. Das Problem daran ist, das ist eben teuer. Bei uns in Mössingen ist es tatsächlich immer noch so, dass die Discount-Angebote zum Beispiel relativ schlechte Versorgung haben hier. Also man braucht im Prinzip einen bezahlten Vertrag der Telekom, damit es richtig flott läuft bei uns in der Gegend. Das war also immer ein bisschen blöd. Und die Argumentation war praktisch, wir nehmen ein offenes Bürgernetz, das Freifunknetz und ermöglichen so all unseren Schülern, dass sie praktisch ohne irgendwelche Hürden im Schulgebäude ihre Geräte nutzen können. Und das hat eigentlich eingeleuchtet und die entsprechenden Gremien haben sich diesbezüglich überzeugen lassen. So, seit 2016, da haben wir dann angefangen, das umzusetzen, haben wir dann also Freifunk gehabt am QG und mehr, das kommt jetzt dann gleich noch. Technisch haben wir das so gemacht, wenn hier Freifunker anwesend sind, also das Unify-System strahlt eben die SSID Freifunk aus, ohne Zugangsbeschränkungen. Das ganze Ding läuft über ein VLAN auf einem Offloader auf, der dann praktisch über die Internetverbindung der Schule die Verbindung zu dem Gateway von Freifunk 3 Ländereck herstellt. Und über diese Gateways kommen wir dann ins Internet. Das resultiert dann in eine effektive Bandbreite im Freifunknetz von etwa 100 Mbit symmetrisch. Da muss man sagen, wir sind relativ glücklich hier bei uns an der Schule. Wir haben eine 1 Gigabit Glasfaseranbindung symmetrisch. Das nimmt uns also auch nichts weg. Jeder kann überall ins Netz, keine Anmeldung nötig mit allen Geräten. Wir haben keinen Managementaufwand so für Freischalten, Wegschalten und so weiter. Funktioniert bislang sehr gut. So, jetzt hole ich einmal tief Luft. Das war also im Prinzip jetzt mal der offizielle Teil. Man kann also tatsächlich an einer allgemeinbildenden Schule ein freies WLAN-Netz haben. Also an einem normalen Schultag sind da so 400 bis 500 Geräte online, ganz grob. Also doch so gut die Hälfte bis zwei Drittel von allen Schülern haben das Ding irgendwie in der Tasche. Vielleicht so als Randbemerkung, wir haben tatsächlich ein Handyverbot an der Schule. Das heißt, die mitgebrachten Geräte dürfen verwendet werden, aber eben nur für Dinge nach der Aufforderung des Lehrers. Also es ist nicht so, dass bei uns die Schüler auf dem Flur sitzen und alle nur noch auf ihr Handy gucken, sondern das geht dann eben im Unterricht nach Aufforderung. Ja, jetzt und mehr. Eine Sache, die ich mitgenommen habe bei der ganzen Diskussion damals, war, was mich wirklich verwundert hat, ist, dass relativ viele Schüler mich tatsächlich gefragt haben, ja, ob sie jetzt da tatsächlich einfach so ins Internet dürfen. Also es hat sich inzwischen natürlich komplett gelegt, weil die das halt gewohnt sind wieder anders. Aber die waren halt auf der anderen Seite gewohnt, dass wir irgendwie Vereinbarungen unterschreiben lassen, wo drin steht, ja, die Schule kann sehen, wo du hinsurfst und solche Dinge. Und das war dann am Anfang erstmal ungewohnt für die Schüler, dass wir gesagt haben, ja, gut, surfst du halt einfach.
Die zweite Erkenntnis, das war aus der Elternbeiratssitzung, die Eltern wissen teilweise wirklich wenig, was die Geräte können, die sie ihren Kindern da in die Hosentasche stecken. Da gab es also wirklich sehr interessante Rückfragen, so von wegen, ja, aber ich gebe meinem Kind ja extra keine SIM-Karte, dass es nicht unreguliert ins Internet kann. Ja, also da waren einige Eltern auch etwas verwundert, als sie dann da raus sind. Und was mich sehr verblüfft hat, war die Strahlendiskussion, die blieb aus. Also es hat niemand irgendwie damals gefragt, ja, aber werden unsere Kinder durch das WLAN verstrahlt? Inzwischen haben wir hier im Ort einen ordentlichen Verschwörungstheoretiker, der versucht, das jetzt nachzuholen. Sieht aber nicht so gut aus. Gut, und jetzt kommen wir zur Freifunk AG. Also das war im Prinzip so, dieser Kern war jetzt gelegt, die Schüler kannten Freifunk. 2016 gab es also Freifunk bei uns an der Schule. Und im Schuljahr 16/17 hat dann der Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Mössingen angefragt, ob es irgendeine Möglichkeit gäbe, für ein damals relativ großes Flüchtlingsheim in der Innenstadt praktisch WLAN zu machen, weil es dort überhaupt kein Internet gab. Und da dachten wir uns so, ja, da könnten doch die Infokurse vielleicht mitmachen wollen. Und die wollten tatsächlich. Und wir haben dann eine Richtfunkstrecke gebaut. Also man kann an dem Bildchen links wahrscheinlich nicht sehr gut sehen, diese gelbe Linie. Also das ist irgendwie so 800 Meter Luftlinie. Hinter dem Laptop befindet sich das Hochhaus. Und dann haben wir da also eine Richtfunkstrecke gebaut und in dem Hochhaus dann die damals mit 841er von TP-Link haben wir praktisch das Hochhaus vernetzt. Und die hatten dann praktisch über die Internetleitung der Schule Internet. Hat super geklappt, hat total Spaß gemacht, waren zwei Informatikkurse dran beteiligt, coole Sache. Kam nur ein toller Zeitungsartikel, hat uns auch gefreut. Und dann haben die Schüler gesagt, ja und jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja gut, jetzt sind wir fertig, weil läuft ja, updatet sich selbst und alles. Und ja, dann haben die halt gesagt, ja, aber das könnten wir doch noch mehr machen. Und an der Stelle muss ich jetzt mal fast forward machen, weil wir eben bald auch mit der Zeit am Ende sind. Dann gab es längere Gespräche mit der Stadt und hin und her und nach anfänglichem Zögern sind die dann an Bord gekommen. Und heutzutage sieht es in Mössingen also etwa so aus. Man sieht, die Schule ist hier unten an diesem Eck. Und dort ist das Rathaus, Freibad, Wohnmobilstellplatz, Kurze Hirschen sind auch nochmal Flüchtlingswohnheime, Senioren-Internetcafé, ist so eine Begegnungsstätte im alten Rathaus. Also es ist uns gelungen, die Stadt Mössingen da voll an Bord zu holen und wir haben einige Projekte seitdem umgesetzt, auch zusammen mit der Jugendvertretung, wo die Freifunk AG des Quenstedt-Gymnasiums einfach öffentliche Plätze und Bereiche mit freiem WLAN versorgt. Genau, also das sind die Zusammenfassung. Wir haben jetzt einen schönen Backbone über Mössingen, den hat man gerade gesehen. Wir haben das Freibad, die Stadtbücherei, den Wohnmobilstellplatz, Bahnhofshoplatz, weitere Flüchtlingsheime und sind im Moment bei Sporthallen dran. Es gibt noch ein paar andere Projekte, wo sich die Jugendvertretung gewünscht hat. Also die darf da so ein bisschen mitsprechen, wo es den WLAN geben soll. Die sind praktisch im Moment auf der Warteliste. Man muss sagen, die Corona-Geschichte hat uns natürlich auch ziemlich ausgebremst. Wir haben im Sommer die Flüchtlingsheime in den Bahnhofshoplatz gemacht, als die Infektionslage das zugelassen hat. Im Moment liegen die Aktivitäten auch eher wieder still. Ja, das war's soweit. Mein Fazit dazu ist, also man kann das ohne größere Probleme machen bei uns. Also das ist mir auch klar. Ich kann da jetzt nicht so wahnsinnig drauf eingehen. Es ist mir schon klar, dass es natürlich Schulen und Gegenden geben wird, wo das mit der Schülerschaft möglicherweise nicht funktioniert. Bei uns funktioniert es gut. Die Sache mit der AG ist anstrengend. Macht aber total Spaß. Und was mein Takeaway einfach ist, Jessica hat es bei der Einführung gesagt, wenn man halt Sachen selber macht an der Schule, ist das nicht nur schlecht. Also man kann eben auch wirklich viel lernen, nicht nur die Lehrer, sondern auch die Schüler. Und das hat einfach auch eine Ausstrahlung in die Umgebung und in die Stadt, die eigentlich nicht zu unterschätzen ist. Und der Vollständigkeit halber möchte ich noch Danke sagen, den Schülerinnen natürlich, insbesondere, die sind eigentlich Freifunk Mössingen, das ist echt total cool. Dann die Leute bei Freifunk Dreiländereck verdienen meinen expliziten Dank, weil die uns einfach mit der Infrastruktur maximal unterstützen.
Freifunk Stuttgart möchte ich an der Stelle auch nennen, ohne die wäre ich nie bei Freifunk gelandet. Und die Stadt Mössingen, die inzwischen ja tatsächlich auch einen Haushaltsposten für uns vorgesehen hat, die uns wirklich gut und super unterstützt. Wenn Fragen sind über Mastodon, über die Mailadresse, die Folien liegen in einem GitHub. Irgendwie habe ich im Chat gesehen, dass Jessica auch schon sammelt, wo man das alles ablegt. Das heißt, ja, genau, dann wäre ich jetzt am Ende. Super, danke dir, Frank. Das war just in time. Es waren genau 15 Minuten. Du hättest gar nicht so durchhetzen müssen. Aber ich habe gerade überlegt, ob wir nicht hätten Freifunk nach vorne ziehen sollen. Weil ich denke, da waren gerade sehr, sehr viele wichtige und tolle Infos dabei. Aber es sind ja wahrscheinlich noch sehr viele auch mit im Stream. Ich habe jetzt mitbekommen, dass der Stream wohl ein bisschen hakelt. Kann sein, dass er bei manchen abgebrochen ist. Ich hoffe, das ist nicht bei zu vielen der Fall. Frank, bei dir ist noch der Ton an, wenn du den einmal ausschalten könntest. Was ich jetzt hier noch gerade anfügen wollte, ist das, was ich hier so schön finde, ist dieses, dass man Dinge auch mit Schülerinnen und Schülern in Workshops oder in AGs oder so selber erarbeiten kann und dass das eben genau das ist, was ich eingangs mit nachhaltigem Lernen auch gemeint habe, dass man eben nicht nur vorkaut und vermittelt, sondern dass man das Thema wirklich gemeinsam anpackt und dabei natürlich auch Interesse weckt, finde ich eine ganz klasse Sache. Ja, auf jeden Fall. So, meine Frage geht an Oliver. Bist du bereit zu referieren? Wir sind nämlich ein bisschen früher dran, ja. 3 Minuten früher, super. Oliver wird uns jetzt ein Projekt vorstellen. Das heißt, wir gehen jetzt ein bisschen aus der Sparte raus, was es schon gibt und schauen jetzt mal gerade, was es noch geben könnte. Auch ganz spannend. Genau, kann man meinen Bildschirm sehen und kann man mich verstehen? Verstehen, ja. Bildschirm sehe ich gerade noch nicht, aber Moment. Also bei mir ist er zu sehen. Ja. Okay, alles klar. Genau, also wir haben eigentlich eine ganz schöne Überleitung, ne? Wir haben gerade gehört, wie sieht das denn eigentlich aus mit dem Selbstmachen in den Schulen und wieso ist das eine ganz gute Idee? Weil genau da kommen wir jetzt eigentlich hin, ne? Weil die ganzen Themen, die wir jetzt vorher gehört haben, ne? Moodle, JupyterHub, Nextcloud, ja, Big Blue Button vielleicht auch, eben haben wir das über die Dokumentenbearbeitung gehört mit dem Collabora innerhalb von Nextcloud. Das alles braucht Server. Ne, im IRC-Chat habe ich schon gelesen, wie jemand geschrieben hat, ach ja, so ein Server, das überfordert ja dann direkt, besser wäre ein USB-Stick. Ne? Also genau da, in dem Umfeld sind wir jetzt nun mal. Ne? Wenn wir sagen, wir wollen selbst gehostet selber Tools machen, dann müssen wir das irgendwie schaffen. Ne? Und das war auch eigentlich so unser Thema in dem Wir versus Virus Hackathon im März, als es auch so viel um diese ganzen Themen ging. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Vielleicht deswegen kurz dazu, wer ich eigentlich bin, wie ich auf die Idee komme, darüber zu sprechen, obwohl ich ja gar kein Lehrer bin. Also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, arbeite eigentlich in der Automobilindustrie und mache da Projekte im Umfeld digitaler Fabrik. Bin aber privat sehr interessiert an Open-Source-Software-Entwicklung und Datenschutz. Hänge beispielsweise schon seit langem öffentliche Schlüssel an meinen E-Mails an und konnte jetzt in der Kommunikation mit Digital Courage das erste Mal eine verschlüsselte E-Mail verschicken seit Jahren. Das war sehr begeisternd. Genau, deswegen beschäftige ich mich damit und in dem Hackathon war ich an den Schulprojekten interessiert, weil ich einfach denke, wenn wir Open Source und den richtigen Umgang mit Datenschutz und mit Software Schülern oder Menschen beibringen wollen, müssen wir damit in Schulen beginnen und gerade hier die Zeit die wir jetzt gerade haben, ist ja so, da, ja, klar machen die an den Schulen gerade Microsoft 365, weil es so unfassbar einfach ist. Aber man muss sich halt immer klar machen, überall da, wo man halt die Kontrolle nicht selber über die Daten hat, muss man halt einfach damit leben, dass da bestimmte Risiken sind. So, in die Richtung ging dann auch das Projekt. Ich kann vielleicht hinterher auch nochmal die Links hier für die Projektvorstellung dann posten, wo es im Hackathon drum ging. Mein kleiner Part von diesem Projekt war dieses digitale Projekt, was ich jetzt gleich vorstellen möchte. Weil wir festgestellt haben, es gibt wahnsinnig viele Tools. Wir haben das auch gerade schon gesehen. JupyterHub, Moodle, Ilias war jetzt unser Beispiel als E-Learning-Plattform. Jupyter, es gibt so viele Tools, die man nutzen kann. Ne? Und wieso wird es denn nicht gemacht? Wieso passiert es, dass in Baden-Württemberg jemand auf die Idee kommt, Microsoft 365 an Schulen zu bringen? Ne,
was von Digital Courage ja sehr schön mit dem Big Brother Award ausgezeichnet wurde. Was kann man da machen? Ja, und wie kann man es auch machen? Da geht das eigentlich hin. Wie schafft man es, so ein Tool dann selber vielleicht in der Schule oder vielleicht sogar von einem Betreiber laufen zu lassen? Was ist eigentlich Ilias? Das wurde als Beispiel gewählt, einfach weil es eine sehr erprobte und bereits sehr verbreitete E-Learning-Plattform ist, die auch in Universitäten schon eingesetzt wird, schon an sehr vielen, mit sehr vielen Features, ich glaube ganz ähnlich zu Moodle eigentlich, ne? Also man kann da sehr viel machen. Alle diese Tools, die wir jetzt gerade gehört haben, kann man natürlich selbst hosten, aber auch professionell hosten lassen, was dann natürlich wieder Geld kostet. Und da kommen wir jetzt auch wieder in diese Geschichten. Ja, wie macht man das eigentlich? Man hat jetzt so ein großes Budget für Digitalisierung an Schulen bekommen, kann das aber nicht einfach für alles einsetzen. Ja, vielleicht ist da selbst machen dann doch manchmal die richtige Antwort auf die Frage, ne? Ja, was ist denn eigentlich bei dem Hackathon rausgekommen? Das zeige ich jetzt einfach mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Und zwar, vielleicht zeige ich das mal kurz, das ist hier, es gibt also YouTube-Videos aus dem Hackathon, die können nachher geteilt werden und sich angeschaut werden, was da eigentlich war. Da ist auch eine Demo dabei, wie das funktioniert. Die können wir uns gleich anschauen, wenn hier nichts funktionieren sollte. Und es gibt ein GitHub-Projekt, wo es den Source-Code gibt, der während diesem Hackathon entstanden ist. Okay, also, wenn wir selbst hosten wollen und wenn wir das selber starten wollen, dann müssen wir es auf einem Server machen. Und darum geht's, klar. Was muss man dazu alles tun? Man braucht einen Webserver, man braucht SSL-Zertifikate, damit hier oben im Browser auch angezeigt wird, dass es schön verschlüsselt ist. Man muss relativ viel machen und wenn man das mal gemacht hat, so von Hand, da gibt's relativ viel zu tun. Jetzt gibt es mit der Technologie Docker, ich will da jetzt nicht zu tief drauf eingehen, weil viele Lehrer auch zuhören, ne? Es gibt Technologien, mit der das sehr vereinfacht ist, aber auch da muss man relativ viel manuell machen. Und das Projekt war jetzt einfach als Ziel, mal zu gucken, wie kriegt man das denn möglichst einfach hin. Und dazu gibt es ein Hilfsskript, was man nutzen kann, um in dem Fall Ilias zu konfigurieren und zu installieren, was man sich einfach von dem GitHub-Projekt hier runterladen kann. Da sieht man schon, man braucht natürlich ein bisschen Wissen darüber, wie sowas funktioniert. Also ganz ohne sowas wird man da nicht klarkommen. Und wenn man das dann auf einem Server hat und auch eine Domain hat, die entsprechend auf den Server schon zeigt, dann kann man das ganz einfach konfigurieren und starten. Und es lassen sich natürlich auch jetzt, ist es mit Ilias umgesetzt worden, man könnte es natürlich auch mit anderen Tools erweitern und das weitermachen. Nehmen wir mal als Beispiel jetzt diese Ilias-Installation, mehr gibt es auch gerade gar nicht. Man würde sich also was ganz neu konfigurieren wollen. Dann führt einen dieser Assistent durch die Installation von so einer Umgebung. Es gibt einen Schul-Client extra von Ilias, der etwas einfacher gemacht worden ist und sich nur noch auf bestimmte Features beschränkt. Und es gibt eine Default-Installation, die alles kann. Ich nehme jetzt mal die normale. Und jetzt würde man wissen, wir haben vielleicht einen Server, der mehrere Instanzen von Schulen hosten möchte und die möchte man jetzt hier installieren. Jetzt nehmen wir mal, ich habe jetzt die Domain tigerbeetle.de einfach genommen und nehme jetzt mal ilias1.tigerbeetle.de als Domain und ilias2.tigerbeetle.de. Die konfiguriere ich jetzt hier. Jetzt wird nochmal angezeigt, was wurde da konfiguriert, wie sieht das aus? Und dann kann das so durchkonfiguriert werden und dann ist das Projekt soweit durchkonfiguriert und könnte gestartet werden. Jetzt gucken wir mal, ob das auch wirklich funktioniert. Im Hintergrund passiert jetzt ganz viel, ne? Wenn man das jetzt startet, werden verschiedene Docker-Container, die es in Open-Source-Projekten gibt, heruntergeladen und installiert. Hier sind die jetzt schon im Cache, deswegen ging das relativ schnell. Und dann wird im Hintergrund das alles schon gestartet und auch SSL-Zertifikate und all sowas angefragt, damit das hinterher im Browser auch richtig aussieht. Wenn man sich jetzt mal die Ilias-Installation anguckt, gibt es da zwei Konfigurationen, von der man sich jetzt die Logfiles von einer anschaut, um an das erste Passwort ranzukommen. Und dann zeige ich mal kurz, hoffentlich auch, dass es im Browser schon läuft.
müsste jetzt gestartet worden sein. Dann steht bei einer neuen Installation hier direkt das Root-Passwort drin. Ich lösche das natürlich hinterher natürlich wieder. Das ist jetzt einfach nur mal als Beispiel. Und jetzt müssen wir eigentlich hier eine Installation von ilias1.tigerbeetle.de haben, die es direkt nicht erreichbar ist. So ist das halt bei Live-Demonstrationen schon mal der Fall. Das kann ein bisschen schwierig werden. Das habe ich jetzt eben konfiguriert. ilias1.tigerbeetle.de. Funktioniert bei mir jetzt gerade nicht. Der klassische Vorführeffekt. Das ist natürlich immer ein bisschen risky, ne, das so zu machen. Gestern hat es noch funktioniert. Es ist halt auch so, dass die, dass wenn man sich mehrfach solche Zertifikate anfragt, dass es schon mal sein kann, dass man für eine Zeit gesperrt wird. Deswegen kann es sein, dass ich das einfach zu oft getestet habe jetzt. Das können wir uns aber sonst auch gleich in dem Video ansehen, wie das dann eigentlich aussieht. Eigentlich läuft es, ich weiß nicht genau. Jetzt fragt, hier sieht man gerade hier im Log, wie die Zertifikate automatisch angefragt werden. Warum ist es nicht gestartet, das müsste ich mir im Hintergrund nochmal angucken. Das ist natürlich, es ist bisher auch noch nirgendwo produktiv im Einsatz. Es ist ein Hackathon-Projekt, was innerhalb von einem Tag entstanden ist und noch in den Folgewochen ein bisschen weiterentwickelt wurde. Und da ist es. Dann, da läuft plötzlich Ilias dann schon. Ne? Was hier jetzt alles gelaufen ist, ist sonst sehr viel mehr Arbeit. Da muss man sehr viel mehr machen. Die, die das sowas schon mal eingerichtet haben, wissen das. Das ist dadurch sehr hilfreich, wenn man das so schnell und einfach machen kann. Und hier ist eine vollständige Ilias-Plattform, die hat extrem viele Features, die ich jetzt hier nicht alle vorstellen will, dass es eigentlich eher darum geht, wie macht man das denn, wie hostet man es selber. Und das wäre dann eigentlich schon das Ende der Präsentation und jetzt könnte man weiter mit Fragen machen. Ich ergänze noch einmal, Ilias ist eine Plattform, eine Lernplattform, die vor allem in Universitäten, Hochschulen eingesetzt wird. Genau. Also ja. Innerhalb von der Corona-Epidemie gab es auch eine Aktion, extra Ilias an Schulen zu machen. Es gibt ein extra Schulen-Template und sehr viel Unterstützung auch vom Ilias, von der Ilias-Community in dem Bereich und wird, soweit ich weiß, oder wurde auch schon viel an Schulen erprobt. Ja, also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, darin für Schulen was zu machen. Ich habe jetzt keine Fragen mehr zu deinem Vortrag wahrgenommen. Wenn noch weitere Fragen auftauchen, gar kein Problem. Wir können alles am Ende nochmal klären. Wir haben jetzt noch einen kurzen Vortrag und zwar von... Du warst jetzt fertig, Oliver. Ich bin eigentlich durch, genau. Also wenn jetzt keine Fragen dazu sind, ich denke, das richtet sich jetzt natürlich sowieso nicht so sehr an die Lehrer, außer die Informatiklehrer vielleicht, die sowas dann wirklich selber betreiben wollen. Und ansonsten kann man ja hinterher mit mir mal sprechen, ob man das vielleicht auch nutzen möchte. Ja, genau. Gut, dann habe ich dich nicht unterbrochen. Nein, nein, alles gut. Super, genau. Also wir haben noch einen kleinen, kurzen Vortrag zur Software-Schulverwalter und die haben wir ganz bewusst an das Ende gestellt und etwas kürzer eingeplant, denn Schulverwalter ist nicht Open Source. Wir haben etwas überlegt, ob wir die Software trotzdem vorstellen möchten oder nicht. Da es aber keine so richtig datenschutzfreundliche Alternative zu der Software gibt, die Julian uns gleich vorstellen wird, haben wir gesagt, wir machen eine kleine Ausnahme und obwohl sie nicht frei ist, darf sie jetzt hier einmal gerade vorgestellt werden. Und somit gebe ich das Wort an Julian. Hi, vielen Dank für die nette Erklärung. Ich habe jetzt meinen Bildschirm freigegeben. Kann man den schon sehen? Ja. Fantastisch. Also, ich darf was über digitale Schulverwaltung sagen. Bisher haben wir eher damit geredet, wie man mit SchülerInnen kommunizieren kann. Und ich möchte jetzt mal die LehrerInnen-Perspektive beleuchten. Kurz zu mir, ich bin Lehrer, ich komme aus Leipzig, da wo die meisten von euch, glaube ich, jetzt am liebsten auch wären, wenn es keine Pandemie gäbe. Ich wohne hier und arbeite an der Schule als Lehrer.
Warum sollte man das überhaupt digitalisieren wollen, so eine Schule? Das liegt eigentlich auf der Hand. Ich hoffe, das muss ich gar nicht so lange erklären. In der Regel schlagen sich 20 Lehrer um ein Buch, wenn sie dort irgendwas eintragen wollen. Oder sie fragen sich, ob eine Schülerin oder ein Schüler gerade anwesend, krank oder entschuldigt ist. Und dann habe ich da sehr hohen Aufwand. Und den Aufwand, das ist dann die Zeit, die mir fehlt, um mich dann wirklich mal mit den SchülerInnen beschäftigen zu können. So. Also fragt man sich jetzt, okay, warum digitalisieren Schulen dann nicht einfach ihre Verwaltungsabläufe? Hört sich doch gut an. Naja, das Problem ist, wenn man sich auf dem Markt umschaut, dann findet man tatsächlich sehr wenige Anbieter, die sehr fürstliche Entgelte verlangen und einen dann meistens eine Software überreichen, die freundlich aus den 2000ern grüßt. Und wenn ich so eine Software habe, das ist jetzt mal ein Beispiel-Screenshot aus so einer Software, wo ich extra nicht sage, welche das ist, dann habe ich hier also sehr viele Möglichkeiten. Ich bin als nicht technikaffine Lehrerin da sehr überfordert und werde auch nach Sachen gefragt, die ich gar nicht wissen darf, wie zum Beispiel, tragen Sie doch mal die Krankenkasse des Kindes ein, und dann klappt das nicht und dann sagt die Schule irgendwann frustriert, komm, wir schreiben das wieder auf Papier, das hat doch früher auch geklappt. Also war ich also echt verzweifelt und ich dachte, das kann doch nicht so weitergehen. Ich will doch unterrichten und nicht die Schule verwalten. Und deswegen habe ich mit zwei Freunden, einer ist auch Lehrer und der andere ist von der Uni, uns hingesetzt und wir haben gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach mal zeigen, dass das geht. Ich würde jetzt gerne den LehrerInnen unter euch zeigen, auf was man achtet, wenn man so eine Software einführt. Und den InformatikerInnen unter euch möchte ich gerne ermutigen, dass ihr doch auch euch mal engagieren könnt, wenn ihr wollt, mit einsteigen könnt. Weil wenn es ein paar mehr gibt, die mithelfen, dann haben wir LehrerInnen mehr Zeit für die eigentliche Schule und müssen nicht mehr so viel für die Verwaltung investieren. Wir haben uns zuerst gefragt, wo ist überhaupt die meiste Arbeit? Da haben wir gesagt, okay, das sind Notenbücher und das ist das Anwesenheitsmanagement von SchülerInnen. Na, das ist ein bisschen wichtiger als auf Arbeit, denn ich muss ja wissen, ist das jetzt krank, das Kind, oder ist das auf dem Weg abgekommen oder ist das jetzt gerade auf den Spielplatz gegangen? Dann haben wir uns gefragt, dürfen wir das überhaupt digitalisieren? Das ist gar nicht so einfach. In vielen Bundesländern ist das gar nicht einfach möglich. Und wenn wir dann aber wussten, was wir digitalisieren könnten, haben wir gesagt, okay, wir fangen mit einem Notenbuch an. Und da haben wir ein paar Sachen gelernt, worauf man unbedingt achten muss, wenn man das digitalisiert. Die erste Sache, man muss das digitale Programm so bauen, dass es aussieht wie das analoge. Das heißt, jemand, der sich nicht mit Technik auskennt, muss also intuitiv sagen, okay, ich kenne das Konzept von der Bedienung, das ist jetzt nur auf dem Bildschirm, ich kann das hier umsetzen. Das heißt, ihr seht hier, digitales Notenbuch, das ist so eine Notenbuchseite, so sehen die auch im gedruckten Buch aus, ich kann die Noten eintragen. Und wenn ich dann weiter mich entwickle als Lehrkraft, dann kann ich eben die automatische Durchschnittsberechnung verwenden oder eben auch Schülerzusammenfassungen sehen, was es im Analogen nicht gab. Das Zweite, was wir gelernt haben, ist, man sollte niemals in Schulen versuchen, Software zu installieren. Das hat folgenden Hintergrund. Meistens klappt es gar nicht. Und wenn es dann klappt, dann werden die Updates gerne mal nur in den Sommerferien ausgerollt. Das ist doof, wenn man ein neues Feature rausbringen möchte oder mal doch peinlicherweise einen Bugfix nachschieben muss. Deswegen haben wir hier zum Beispiel ein komplettes Zeugnisdruckprogramm in dem Browser implementiert. Das heißt, man kann jetzt Zeugnisse im Browser drucken. Und viele von euch wissen das vielleicht gar nicht mehr, aber auch der Browser, der hat noch einen Druckdialog und der kann dann auch das Internet wieder ausdrucken. Das Zweite, was wir gelernt haben, ist, SchülerInnen haben oft keine Rechner so wie man selber. Die haben tatsächlich als primäres Medium ganz oft nur noch das Smartphone. Das ist gerade in ärmeren Familien der Fall. Und in Familien, die nicht so technikaffin sind, haben dann auch die Eltern kein Gerät mit großem Display. Das heißt, wenn man also mit SchülerInnen kommunizieren möchte, gilt tatsächlich der Grundsatz Mobile First. Deswegen haben wir dann noch eine Android- und eine iOS-App rausgebracht, damit man dann auch die Verwaltung ein bisschen nach außen öffnen kann. Okay, wie führt man das jetzt erfolgreich ein, ohne dass es ein Jahr später die Rolle rückwärts gibt in der Schule? Der erste Punkt ist, wenn ihr es eingerichtet habt, sucht euch eine Testgruppe, die wirklich Bock drauf hat und testet mit ihnen das. Ganz oft hat man was übersehen, da hat man nicht an die Sportlehrer gedacht, die irgendwas Spezielles haben wollen, oder man hat einfach das unverständlich erklärt. Danach ganz wichtig, Schulungen machen. Bundesländern wie Sachsen, die Informatikkabinette haben, haben es da einfach. Da setzt man die LehrerInnen auf die SchülerInnenbank und dann bringt man denen das bei, erzählt denen das und dann können die das auch hoffentlich gut anwenden. Und das Wichtigste am Ende ist Sprechstunden. Ganz oft haben LehrerInnen in den Pausen Aufsichten, wo sie auf Kinder aufpassen müssen. Und bei mir ist das andersrum. Ich passe da nicht auf junge Menschen auf, sondern ich sitze da in einem Raum und dann kann man da reinkommen, entweder als SchülerIn oder als LehrerIn, und kann mich dann Sachen fragen, wie etwa, wo ist das WLAN-Kabel, ich brauche nur das Passwort, oder eben, ich habe da mal eine Frage zu der Software.
Damit kann man das sehr gut einführen. Wichtig ist immer nur eine Software zu einer Zeit, also besten jedes Schuljahr eine neue Software, dann überfordert man niemanden und denkt unbedingt an eine gute Dokumentation. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Videos einfach am besten sind, weil das ist, wie es auch eine LehrerIn und eine SchülerIn kennt, ne? Vorne erklärt jemand was. Deswegen haben wir eine sehr ausführliche Doku geschrieben, auch wenn uns das als InformatikerInnen natürlich sehr unbehaglich war, aber wir haben es trotzdem gemacht und dann brauchen wir nicht mehr so viel Supportaufwand und können uns auf die Weiterentwicklung konzentrieren. Ja, wenn ihr sagt, das interessiert mich oder ich hatte jetzt mehr auf technische Details gehofft, das habe ich jetzt in 5 Minuten nicht geschafft, schreibt mir gerne, ich bin jetzt im IRC mit drin, ich habe ein bisschen auf die 2D-Welt gehofft, da findet ihr links den Link zu meinem Profil, bei Twitter findet ihr mich unter wi-wissen oder eben dann langfristig im Web als schulverwalter.de und dort erklären wir auch nochmal ausführlich unsere Noten und Klassenbuch. Dann vielen Dank, das war mein Input und ich freue mich jetzt auf den anschließenden Fragenteil zu den ganzen anderen spannenden Projekten, auch die heute vorgestellt wurden. Super, danke dir, Julian. Ja, wie ich anfangs schon mal gesagt habe, Julian hat die letzten Jahre immer einen Lehrerinnen-Stammtisch organisiert, den haben wir dieses Jahr leider nicht. Aber ihr habt natürlich jetzt die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen zu unseren Vorträgen, die es jetzt gab. Es sind noch einige Fragen zum Moodle offen, das habe ich schon gesehen. Ihr könnt jetzt aber die restliche Zeit auch noch nutzen, andere Fragen über Twitter, über das Fediverse und im Chat unter dem Stream zu stellen. Es wird ein Engel wird uns die Fragen dann weiterreichen, sodass wir sie hoffentlich beantworten können. Und ich gebe jetzt noch einmal das Wort an Stefan, der uns eben Moodle vorgestellt hat. Ich denke, dass es so viele Fragen zu Moodle gibt, liegt auch darin, dass es eben sehr bekannt ist und viele Schulen Moodle schon nutzen. Und jetzt ist hier die erste Frage an dich, Stefan. Welches Plugin nutzt ihr, um Audio direkt in Moodle erstellen bzw. in der Bewertungsansicht direkt als Feedback einsetzen zu können? Kannst du darauf was sagen? Ja, ich habe mir eigentlich die Fragen im Vorfeld schon angeschaut und habe teilweise die schon im Moodle Support mehrfach beantwortet. Also das Audio direkt geht über das Record RTC Plugin, das, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, von den Big Blue Button Leuten kommt. Und das kann man sowohl in den Atto wie auch in den Tiny MCE Editor einbauen. Und wenn man dann bei der Aufgabe die Option gibt, dass man Online-Texteingabe, dann können die Teilnehmer, Schülerinnen und Schüler in dem Fall, direkt auf ein Mikrofonsymbol klicken und ihre Antwort aufnehmen. Ich habe allerdings die Rückmeldung auch schon bekommen, dass das nicht in allen Browsern absolut stabil funktioniert. Woran das genau liegt, konnte ich bisher noch nicht rausfinden. Beantwortet das die Frage soweit? Ich denke schon. Die Person kann uns ja gerade nicht rückmelden, ob die Frage beantwortet ist. Aber das ist doch schon mal ein guter Hinweis. Die nächste Frage bezieht sich auf die Moodle-App. Die ist nicht für die Administration eines Moodle geeignet, sagt jemand. Gibt es da eigentlich Leute, die daran arbeiten? Ja, die Moodle-App ist, soweit ich es weiß, eindeutig für Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemacht worden, bedingt für Lehrkräfte, also für Trainer. Und ganz ehrlich, aus meiner doch nicht unerheblichen Admin-Erfahrung, die jetzt schon einige Jahre ist, ich wollte Moodle nicht am Mobilgerät verwalten. Das wäre mir jetzt persönlich zu umständlich. Ja, gegebenenfalls noch am Tablet, aber die Konfigurationsmöglichkeiten sind so vielfältig und die Konfigurationsmenü so weitläufig, dass ich da wirklich oftmals auch 2 Bildschirme habe und da entsprechend drauf arbeite. Also von daher wüsste ich nicht, dass daran gearbeitet wird, dass man das administrativ auch über die App machen kann. Mhm. Ja. Ich schaue mal gerade hier durch die weiteren Fragen. Ich habe nur Big Blue Button.
Ja, die überspringen wir gerade, die Helfer. Ja, da auch Moodle. Die war auch in Moodle drin. Ja, ich halte es auch dafür sinnvoll, dass es direkt aus Moodle raus aufgerufen wird, einfach um die Anzahl der Oberflächen zu minimieren. Ja, die Frage war, ob sich BigBlueButton in Moodle einbinden lässt. Ja, wir haben es ja in Baden-Württemberg. Das heißt, das habe ich ja vorher in der Demo gezeigt, dass es das Aktivitätsplugin BigBlueButton gibt und dass man das praktisch wie jedes andere Aktivitätsplugin direkt in den Moodle-Kurs einbinden kann. Wenn damit gemeint ist, ob die BigBlueButton-Funktionalität direkt auf dem Moodle-Server läuft, das ist bei uns in Baden-Württemberg so, dass die BigBlueButton-Server an einem anderen Standort liegen, aber im Prinzip direkt aus den Moodle-Kursen raus aufgerufen werden. Das heißt, da geht einfach in einem zweiten Tab, geht dann die BigBlueButton-Oberfläche auf und man ist dann praktisch auf den BigBlueButton-Servern. Ich hoffe, das beantwortet das soweit oder ich habe die Frage so richtig erfasst. Aber wie gesagt, der entscheidende Vorteil für mich ist auch, dass man mit Kindern dann nicht sagen muss, okay, wenn wir eine Konferenz haben, dann geht ihr dahin und wenn wir Unterricht machen, geht ihr dorthin. Sondern man kommt direkt aus einer Oberfläche raus. Ja, das war ausreichend beantwortet. Dann haben wir hier noch eine Frage. Ganz oft gibt es tolle Ideen für Erweiterungen und Funktionalität von Lehrenden. Wie könnte man die Entwicklung und Verbesserung von Open-Source-Software besser finanzieren und nachhaltig ermöglichen? Das ist jetzt eher eine allgemeine Frage, aber vielleicht kannst du die ja auch beantworten, Stefan. Ja, ich kann es insofern beantworten. Wir hatten das Problem in Baden-Württemberg auch mit zwei Funktionalitäten, die wir dringend gebraucht haben. Und zwar das Original UnoConf-Plugin, das über einen cronjob gesteuert im Hintergrund verschiedene Dateiformate in PDF transformiert. Und PDFs kann man ja direkt online in BigBlueButton editieren, kann eine Rückmeldung geben, direkt in das PDF reinschreiben. Das heißt, diese Problematik hatten wir in Baden-Württemberg und nachdem aus Sicherheitsgründen das Original UnoConf nicht verwendet werden konnte, haben wir das in Auftrag gegeben, bezahlt vom Land bei einer, ich glaube, UnoConf hat eine Ulmer Firma gemacht bei denen haben wir das in Auftrag gegeben und das wird jetzt in der nächsten Version, die vor dem 6. gibt es bei uns in Baden-Württemberg die neue 393 Plus, da wird es integriert sein. Also grundsätzlich, um die Frage zu beantworten, wie kann man beitragen, wenn es speziell um Moodle geht, wäre der erste Schritt erstmal auf Moodle.org bei den Plugins zu prüfen, gibt es ein ähnliches Plugin oder gibt es ein Plugin, das in diese Richtung schon vorhanden ist oder in diese Richtung entwickelt wird, dann gegebenenfalls dort auf den Entwicklerseiten ein Ticket erstellen, ob das Plugin nicht um die und die Funktionalität erweitert werden kann. Und damit kann man dann mit dem entsprechenden Entwickler Kontakt aufnehmen oder der meldet sich zurück. Und dann muss man einfach schauen, was man ihm bieten kann finanziell, damit die Funktionalität entsprechend eingebaut wird. Super. Ich denke, das waren jetzt schon alle Fragen, die wir hier zu Moodle gesammelt haben. Es gibt noch eine Frage, die ist etwas allgemeiner, und zwar, warum betrachtet ihr in eurem Beitrag eigentlich nicht die Schulplattform iSurf? Nach meinem Kenntnisstand ist es in vielen Bundesländern im Einsatz. Ja, das ist richtig. Die Antwort darauf ist ganz leicht. Wir haben einfach
offen freigestellt, wer zu welcher Software etwas vortragen möchte, haben da keine Vorgaben gemacht und iSurf war jetzt in diesem Fall nicht mit dabei. Aber wenn wir Informationen zu iSurf haben, was man da beachten muss, was man beachten sollte, dann werden wir entsprechende Dinge natürlich auch auf der Digital Courage Website veröffentlichen. Ich meine, dass da jetzt gerade noch nichts zu steht, aber wir hatten hin und wieder mal zu iSurf getwittert und in Fediverse getrötet. Das weiß ich gerade. Ansonsten sind hier noch ein, zwei Fragen an Julian. Einmal, wieso hast du dich für die Entwicklung einer Closed-Source-Software entschieden? Möchtest du dazu etwas sagen? Möchtest du dich rechtfertigen? Nein, also ich wollte eher sagen, also ich traue mich noch nicht. Also grundsätzlich finde ich das cool, Open Source, die Idee. Ich fand mich erstmal schon revolutionär, dass ich transparente Preise hatte und die Funktion dokumentiert habe. Das macht nämlich sonst keiner in dem Sektor. Und man muss ehrlich dazu sagen, wenn man mit Schulen redet, braucht man ganz viel rechtliches Rahmenwerk. Also ich habe einige tausend Euro schon investieren müssen, um überhaupt das auf eine rechtliche Grundlage stellen zu können. Das ist eben auch für mich ein sehr hoher finanzieller Input, den ich irgendwie zumindest gerne bei plus minus null wieder rauskommen würde, muss ich ehrlich sagen. Wenn jemand eine Idee hat und ich weiß, dass das ja prinzipiell geht und mich von Open Source überzeugen kann, würde ich mir auch nochmal einen Schubs geben in die Richtung. Ja, das sind doch gute Aussichten. Es wird hier jetzt gerade in unserem Chat auch bemerkt, dass es die Software Alexis, also Alec mit K am Ende und dann SIS, gibt als freie Datenschutzalternative Möglichkeit statt Schulverwalter oder Alternative zum Schulverwalter. Wäre etwas, was man sich noch angucken kann. Und ansonsten würde ich jetzt tatsächlich diese Runde erst einmal schließen, wenn keine weiteren Fragen kommen. Wir können jetzt hier in diesem Chat auf jeden Fall auch weiterhin noch online bleiben. Wir haben noch ein paar Minuten. Das heißt, wer über den Jitsi-Raum drin ist und nicht über den Stream, kann noch eine Weile länger bleiben und in den direkten Austausch treten. Wir nehmen natürlich auch gerne noch weitere Fragen an, wenn wir diese eben zugestellt bekommen. Und an die Referenten noch einmal den kurzen Hinweis. Bitte einmal die wichtigsten Links in euren Präsentationen in das Pad einzutragen, das Lena hier in den Chat geschickt hat. Dann können wir diese Links später auch auf unserer Website nochmal zur Verfügung stellen. Und die Präsentationen werde ich dort hochladen, sofern sie für uns eben zugelassen sind, sofern wir sie hochladen dürfen. Genau. Ja, den Link können wir auch für die Ungeduldigen, die jetzt sofort da mal reinschauen wollen, einmal hier sagen. Ich habe extra einen gewählt, der sich halbwegs vorlesen lässt. Und zwar lautet der jetzt aktuell pet. Jetzt sage ich ein Wort, das ich gleich nochmal buchstabiere, föbut.org/digitales-klassenzimmer. Föbut, das ist der alte Name von Digital Courage. Hier haben wir noch so ein kleines Relikt aus uralten Zeiten. Föbut schreibt sich F-O-E-B-U-D, also pet.föbut.org/digitales-klassenzimmer. Damit haben, haben wir jetzt schon mal so ein paar Links gesammelt. Aber eigentlich werden wir die dann einfach auf unserer Internetseite digitalcourage.de/rc3 online stellen. Und da wird es dann hoffentlich eine schöne Übersicht geben mit allen Folien und weiteren Links. Und dann würde ich jetzt hier schon mal zumindest einen inhaltlichen Schlusspunkt setzen und nochmal herzlich danken für die Teilnahme. Der Shop meldet uns übrigens, dass es schon einige Bestellungen gab. Die sind, weil heute Shoptag war, auch sofort an die Arbeit gegangen und packen gerade wieder frische Bildungspakete. Das ist natürlich ganz erfreulich, weil unser Problem ist, wenn wir so eine Kampagne zum Thema Bildung machen, Bildung ist Regionalsache, Regionalpolitik und da kommen wir so feingliedrig, kommen wir als kleine Bielefelder Organisation einfach nicht an die Leute ran. Deswegen sind wir darauf angewiesen, dass die Leute
von nah und fern sich das Ding erklicken und es eben, wie gesagt, entweder im Shop kaufen oder kostenlos das PDF herunterladen und teilen, was das Zeug hält und eben auch nicht nur in die Schulen, sondern auch in die Regionalpolitik tragen. Und deswegen habe ich hier nochmal unsere schönen Aufkleber platziert mit dem Link drin, wie man das Bildungspaket auch findet. Und wir freuen uns einfach über, je mehr das verteilt wird, je mehr das unters Volk kommt. Und natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen inhaltlicher Natur. Da ist schon ganz viel dazugekommen. Genau, ich kann auch mal ein paar Zahlen nennen. Jetzt vor Weihnachten ist die Zahl allerdings, ich kann jetzt gerade nicht die aktuellste, neueste sagen, haben wir schon über 600 Bildungspakete verteilt. Das heißt, die werden auch ganz gerne angenommen und an Schulen verteilt. 600 ist schon wirklich toll, aber es gibt 32.000 Schulen. Das heißt, da haben wir noch ein bisschen was zu tun und wir freuen uns da über jede Unterstützung, entweder in Form einer Bestellung des Pakets oder in Form einer Spende, dass wir eben Pakete verschicken können oder dass sie eben einfach über soziale Netzwerke und E-Mail verteilt werden. Das ist so die schnellste und kostengünstigste Variante dafür, um der Aktion was Gutes zu tun. Wir haben natürlich das, so wie wir zum Beispiel Schuladressen hatten, haben wir das PDF auch schon an Schulen verschickt. Aber man kann sich das ja vorstellen, wenn das von einem Elternteil kommt oder aus dem Kollegium und dann vielleicht sogar, man kann das PDF ja auch ausdrucken. Manche Leute müssen doch Dinge auf den Schreibtisch gelegt kriegen. Dann hat das natürlich einen ganz anderen Stellenwert, als wenn das so eher spammäßig von irgendwoher plötzlich dann eine E-Mail kommt und man gar nicht weiß, was wollen die eigentlich von uns. Und deswegen ist es auch einfach viel wertiger, wenn Leute das mitnehmen. Auf welchem Weg auch immer. Es ist tatsächlich so, wenn man die Zutaten des Bildungspakets bei uns im Shop einzeln zusammenklickt, wird es teurer, als wenn man das als Paket macht. Also wir machen das jetzt nicht wirklich, um uns dran zu bereichern, sondern wollen einfach, dass das in die Welt hinauskommt. Ja, ganz genau. Und da haben wir diesen Satz, es braucht die Kraft der vielen Herzen, die sich da einsetzen und bemühen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir eine Veranstaltung zum Thema machen, wie groß da doch auch die Nachfrage ist und das Interesse ist. Und deswegen auch nochmal herzlichen Dank an die vielen Leute, die hier jetzt vor Ort hier im Raum dabei waren und natürlich auch die über den Stream zugeschaut haben. Dieser Dialog geht eigentlich gerade erst los und wir hoffen, dass wir da auch unseren Beitrag zu leisten können und wir hoffen, dass es immer leichter wird, auch für Leute, die sagen, die sich noch gar nicht auskennen, die aber jetzt mal damit anfangen wollen, Stellen zu finden, wo sie sich gut informieren können, wo sie Fortbildungen finden und so weiter. Ja, ich möchte mich auch nochmal ganz explizit bei allen Referentinnen heute bedanken. Das war ja echt ein Galopp heute durch alle Kurzvorträge, aber ich habe zwischendurch ganz viele positive Rückmeldungen zu euren Vorträgen bekommen. Das war wirklich große Klasse. Da war echt sehr viel Abwechslung mit bei und ich denke, wir haben diese Veranstaltung hier sehr schön hingekriegt, auch wenn wir nicht ganz die Möglichkeit hatten, miteinander zu kommunizieren, wie es eben in einem richtigen Workshop-Format oder eben gleich vor Ort möglich gewesen wäre. Aber ich denke, wir haben definitiv das Beste draus gemacht. Und ihr wisst ja auch in etwa, wer hier so vorgetragen hat. Wir haben am Anfang auch nochmal die Liste gezeigt, wer zu welchem Thema referiert. Lena kann die auch noch einmal aufmachen. Das heißt, wenn ihr nochmal spezifische Rückfragen habt, könnt ihr euch natürlich auch über andere Kanäle irgendwie bei unseren Referenten melden oder über mich, über Jessica Babschinjak, Digitalcourage. Genau. Ja, mir bleiben gar nicht so viele Worte zu sagen. Lena, möchtest du noch was ergänzen? Ja, nein. Also ich denke, wir haben ja jetzt auf alles Wichtige hingewiesen. Es gäbe irrsinnig viel zu dem Thema noch weiter zu diskutieren. Jetzt haben wir hier nicht so wirklich die beste Diskussionsmöglichkeit. Aber es gibt natürlich weiterhin auch die Möglichkeit, in verschiedenen kleinen Gruppen sich zusammenzutun, wenn es da nochmal Bedarf gibt. Ich habe auch nochmal unsere E-Mail-Adressen in das Etherpad auch, nicht, ja doch, ist ein Etherpad, ja, eingetragen.
dann könnt ihr uns auch gerne nochmal kontaktieren im Laufe jetzt des Kongresses. Vielleicht können wir auch einfach nochmal eine kleine Diskussions-Workshop-Runde oder sowas organisieren. Für uns war es jetzt hier an der Stelle einfach mal wichtig, nicht nur drüber zu sprechen, man muss freie Software benutzen und ach, da gibt es doch so viele Anwendungen, sondern da auch einfach mal welche zu zeigen und zu zeigen, die funktionieren auch und da auch die Kontaktscheu vielleicht mal ein bisschen zu durchbrechen. Und deswegen hoffen wir, dass wir mit dieser Veranstaltung da einen kleinen Schritt weiter nach vorne gegangen sind. Und vielleicht kann man ja noch darauf hinweisen, wir haben, hab ich ja am Anfang schon gesagt, eine AG Pädagogik, in der Leute, die sich sozusagen pädagogisch interessieren für die digitale Bildung. Obwohl, Jesse, wir haben da so eine gewisse Einstiegshürde. Ne? Sie müssen auch ein bisschen pädagogisch bewandert sein. Genau, ein bisschen jobmäßig im pädagogischen Bereich. Also Elternsein zählt nicht als pädagogisch sein in dem Fall. Die dürfen sich natürlich auch gerne an uns wenden, aber hier geht es schon darum, auf ich sage jetzt mal mittelhohem Niveau auch zu überlegen, wie können pädagogische Konzepte aussehen, was kann man machen, was könnte man für Kampagnen machen, um dieses Thema weiter in die Öffentlichkeit zu rücken. Unsere Themenseite auf der Website Kinder und Jugendliche habe ich auch nochmal in die Links gepackt. Und da findet man auch, wie man in diese AG Pädagogik beitreten kann. Ja, genau. Ein letzter Hinweis noch von mir, das wurde nämlich eben in unserem Chat auch einmal angesprochen. Es sind hier sehr viele Referenten aus Baden-Württemberg gewesen. Das ist tatsächlich mehr oder weniger Zufall. Gut, vielleicht habe ich in den baden-württembergischen Kreisen etwas mehr nach Referenten nachgefragt. Aber im Grunde genommen ist es Zufall und in Baden-Württemberg ist nämlich gerade die Microsoft-Hölle los. Also da gibt es ja jetzt durch Kultusministerin Eisenmann dieses Pilotprojekt, das mit Microsoft 365 an Schulen gebracht werden soll. Und daraufhin haben sich wahnsinnig viele Menschen in Baden-Württemberg zusammengetan und kämpfen wirklich aktiv gegen die Microsoft-Geschichte in ihrem Bundesland. Deshalb sind hier jetzt gerade so viele aus der Region. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Kongress eine ganz bunt gemischte Gruppe aus verschiedenen Bundesländern haben, weil es nämlich heißt, dass es in jedem Bundesland ganz, ganz viele Gruppen gibt, die sich gegen proprietäre Software einsetzen. Das wäre so mein Wunsch und Ausblick für das nächste Jahr. Ja, und dann wünsche ich euch allen einfach einen guten Rutsch. Wie gesagt, wer mag, kann jetzt noch hier im Jitsi-Raum bleiben und ich werde jetzt noch eine Weile hier sein. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Kongress oder zu anderen Gelegenheiten. Tschüss!